Hey, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Death Stranding mit Simon Kretschmer und dem vermutlich besten Postboten der Welt, mir. Jetzt geht's los. Ich bin ja wohl auch dabei. Psst, geht los. Merkst du es? Wir haben Probleme beim Intro. Nein, das haben die, das ist so eingebaut. Ist das so? Ja, ich glaube. Ich dachte nämlich gerade. Naja, es gibt ein neues Update für Death Stranding, heute rausgekommen. Echt? Habe ich gerade eben auf dem Wiki habe ich gelesen, dass das halt viele Sachen noch ein bisschen besser machen soll. Ja. Unter anderem die Framerate und die, diese Online-Anbindung. Mhm. Das war nämlich echt ein Fehler scheinbar. Ach, von denen. Den wir auch häufiger hatten, dass man offline war, aber irgendwie dann so halb online. Es wurde angezeigt, aber man war trotzdem online. Ist jetzt alles neu. Was ich übrigens, cool, wir gehen gleich ins Spiel. Ja. Aber weil ich da auch gelesen habe und ich finde es wirklich echt eine sinnvolle Ergänzung. Hoffentlich kommt das noch mal. Mach doch mal ein Update bitte, Kojima. Das hier direkt die Direktleitung zu Kojima. Mhm. Hideo-san. Mach das doch mal so, dass man die Musik manuell auswählen kann und sich so eine Tracklist und dann kann man die hören beim Transportieren. Weil bisher ist es ja immer so, dass du an den Soundboxen vorbeikommst. Ja. Finde ich so semi gut. Ja. Die Musik will ich eigentlich hören. Mhm. Und dann hat jemand geschrieben, Kojima hat auf Spotify wohl die ganzen Songs in eine Playlist gepackt. Mhm. So dass man die über diese PS4-Spotify-Anbindung theoretisch hören kann. Und dann frage ich mich aber ja, warum macht ihr es nicht gleich so? Also warum nicht vom Spiel aus? Wollte ich nur mal sagen, weil ich finde die Musik enorm wichtig. Je mehr ich drüber nachdenke, diese Momente mit der Musik, die machen das Spiel auch zum Teil. So ist es. Ich bin bei dir. Gut. Ich starte das Spiel. Ich möchte auch mit einem Disclaimer beginnen. Aber wir können schon mal ins Spiel gehen. Dann seht ihr was anderes außer unsere beiden. Du kannst ja auch schon mal laufen, während wir reden. Ich möchte was sagen. Gestern, nachdem wir aufgehört haben zu spielen, ne? Konnte ich nicht speichern. Und dann musste ich mit meinem Auto irgendwo hinfahren, bis ich speichern konnte. Und das ist dieser Ort hier. Na, immerhin hast du es gemacht. Ja, du bist dann hier gegangen und hast dein Cappuccino. Ja, ist ja, weil du bist ja der weltbeste Postbote der Welt aus Deutschland. Alle waren weg und ich saß hier allein in der Dunkelheit, einfach nur irgendwo bitte einen Speichermöglichkeit für mich zu erspielen. Und das Auto ist selbstverständlich, hat keine Batterie mehr. So, und jetzt ist mir Folgendes passiert. Da vorne ist so ein dummes Lager. Ja, von so dummen Leuten. Ich kann es dir mal auf der Karte zeigen. So, ich musste nämlich hier außerhalb dieser Zone, konnte ich nur speichern. Bist du so weit dabei vom Ziel weggekommen? Da müssen wir aber hin. Und da kamen wir her. Und ich möchte eine Sache kurz sagen, Simon. Also, erstmal, wir rotten jetzt hier diese Leute aus und klauen deren Auto. Zweitens, wir kommen sonst da nicht weg. Zweitens, du musst mir mal ein bisschen mehr helfen. Willst du mich verarschen? Meine Hilfe willst du nicht. Wenn meine Hilfe nicht in deine Zielvorgaben passt. Meine Hilfe wäre sowas wie, lass uns doch jetzt nicht das Dorf ausräubern. Weil es genauso lang dauert wie gestern. Ja, und lass uns auch nicht über meinen Kaffee reden. Keine Ablenkung hier. Heute geht's um dich und deine Fehler. mach einfach, wie du willst, Nils. Es ist deine Post. Nein, es ist unsere. Ja, ich würde halt nicht das Dorf ausräubern, weil das sehr lange dauert. Warum willst du nicht hier einen Strommast bauen, dein Ding aufladen und dann direkt weiterfahren? Okay, wir machen das so. Du hast recht. Ich habe gedacht, vielleicht kriege ich dich dazu. Dass du wir haben 90 Minuten heute. Heute ist leider eine kleine Session. Die letzte und die vorletzte haben wir sehr wenig Story gehabt. Es ist okay. Ich sage ja nur, ich würde mir persönlich ein bisschen mehr Motivation in Form von Story-Elementen wünschen. Für mich ganz persönlich. So, okay. Kein Kampf, kein Loot. Stattdessen wird unser Alltag, guck mal, wie er schon aussieht, unser alter Bock hier mal so ein bisschen general überholt. Und dann, weißt du, was wir für die Zukunft echt machen müssen? Mir ist was aufgefallen, Simon. Ja. Dieses Spiel erfordert so viel Aufmerksamkeit in puncto Routenplanung, Menüführung und all das. Und ich Ich lieber spielen sollte, meinst du? Ja, mein Gehirn ist zu 50% dabei, sich mit dir zu unterhalten, zu 20% dabei, auf den Chat zu achten und lediglich zu, wie viel bleibt übrig? Nichts. 10%. Minus 10. Dabei, hier das alles zu raffen. Und das kann so nicht weitergehen. Ich habe das Gefühl, ich finde das gut so. Ich wirke extrem dümmlich. Und, ja, da siehst du mal, wie es ist. Ich finde es gut so, lass uns das ab jetzt immer so machen. So, ich fahre jetzt da gleich durch. So, jetzt gucken wir erstmal eine Route, gucken wir uns mal eine Route an. Ich muss jetzt hier irgendwie runter. Da ist schon wieder dieses dreckige Sumpfgebiet. Das ist alles so zum Mäusemelken. Ja, der Sumpf ist echt schlimm. Lass kurz mal gucken. Du kannst ja auch. Da wollen wir hin. Du machst gerne diese AB-Markierung. Aber mach dir doch mal einen Wegpunkt, wo du wirklich die Sachen umfährst. Wo du auch dann weißt, dieser Wegpunkt ist sicher. Ja.
Weil also du kannst den locker umfahren. Du kannst auch hier links rum, im Westen, um diese Ecke rum. Komplett hier, da diese Kraterlinie lang. Drück mal bitte nur für mich einmal das Touchpad in der Mitte für diese Topografie. Du musst es dann, glaube ich, noch bewegen oder so. Ja, genau. Und dann kannst du so ein bisschen das neigen und kannst halt sehen, wo ist ja, Controller es ist, oh, sehr, es ist, aber hier siehst du zumindest, hier siehst du schon, dass der Weg links um das Gebirge wäre schon sehr steinig. Also würde ich sagen, da, wo du gerade lang gehst, ist richtig. Ja, okay. Immer schön am Rand des Todesgebietes entlang. Und dann stoßen wir dann durch und dann zurück. Ey, wir kommen, wir müssen über den Fluss, ne? Wir können es ja nicht ändern. So. Oh, eine gute Frage aus dem Chat. Habt ihr den Beitrag über Death Stranding im Hauptprogramm vom ZDF gesehen? Was? Nein, habe ich nicht. Alter, ich rutsche aber ich bin mir ziemlich sicher, ohne dass ich es weiß, dass da Andreas Gabe verantwortlich ist. Guck mal, ich kann da nicht langfahren! Lass mich doch jetzt kurz die Kollegen hier mal schauten. Andreas Gabe ist ein guter Gamesmann. Findet ihr auch im Internet, auf Twitter. Und der macht meistens für die Öffentlich-Rechtlichen diese Games-related Themen, auch gerne die ein bisschen philosophischer und kulturiger angehaucht sind. Also, ohne dass ich es weiß, wenn die gut sind, wenn der Beitrag gut war, dann war er höchstwahrscheinlich von Andreas Gabe. So. Sitzt jetzt irgend so ein kleiner Frank. Den kennt ihr seit Giga-Zeit. Ja, ich weiß, ich kenne Andreas. Aber da sitzt jetzt irgendwo Frank Schniedelmeier, der den Beitrag in Wirklichkeit gemacht Umso hat. Umso besser. Und denkst du, aber das war doch mein Beitrag. Nee, Frank Schniedelmeier muss dann halt sagen, gut, bin ich jetzt also auf Andreas Gabe-Niveau. Was ist das nächste Ziel, Simon, dass mein Name genannt Simon, wird? Gut. Simon Kretschmann. So, guck mal, jetzt bin ich hier angelangt. Wegpunkt Nummer 1. Jetzt müssen wir gleich hier über diesen Fluss. Das sieht gleich viel friedlicher aus. Kommst du da nicht? Ja. Ich will dich nicht. Aber kann man da nicht einfach durchfahren? Du hast es sicher schon mal probiert. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt ziehen wir hier die nächste Linie. Dieser Andreas Gabe hat den gemacht, mein Serial Killer. I know my Redakteure. So, mal gucken, wie komme ich denn hier so rüber? Ja, es wird ein bisschen flacher. Oh Gott, das wird hier wieder ganz schlimm werden. Gib Gas! Es ist halt, ich meine, du kannst es natürlich nicht, du kannst nichts dafür. Aber es ist halt Maximum Scheiße, wie du den einen Slot findest, wo du wirklich nicht weiterkommst. Ich wette, da rechts, ein paar Meter rechts ist schon besser. Oh mein Gott. Ich würde mich so gern distanzieren von allem, was hier passiert. Du könntest einfach mal selber spielen und nicht da sitzen und einfach mich permanent in Gespräche verwickeln und dann mich hier allein lassen mit der Scheiße. Vielleicht rede ich mal mit dir, während du spielst. Mal gucken, wie weit du ankommst. Ich schwöre dir. Oh, Simon, hast du das schon gehört? Der neue Beitrag von Casino Itsuoto. Jetzt hänge ich hier fest! Ich mein, wie schafft man das? Jetzt hänge ich hier fest und ich kann nichts mehr machen! Kannst du nicht. Ich meine, die sagen, du kannst springen, aber. Das nein! Sagt der, nee, es geht ich hänge hier in diesem Dreckstümpel fest! Alles, was ich besitze, ist auf diesem Auto drauf! Und jetzt kommen noch Schurken, die mich gar. Die kommen wirklich, oder? Aber du bist doch außerhalb der Linie! Nee, da hinten kommen sie! Da ganz hinten kommen sie! Nee, Moment, das sind gute. Nein! Das sind normale. Sicher? Die haben mich doch gerade angepinkt. Ich komme hier wirklich nicht mehr weg. Ja, dann kannst du halt wirklich nicht weg, ne? Ey, das ist unfassbar lustig, aber auch traurig. Wenn du jetzt aussteigst, geht da nicht. Ah! Ich hab was geschafft. Okay. Ja? Ich hab's geschafft! Durch Beharrlichkeit und Skill. Oh, beste super. Briefträger der Welt. Da kommt das Death Stranding vielleicht her. Für dich nur einen sehr kleinen Strand. Meine Güte, ey. Ach. Wie Karl Ender schon sagte, man fährt nicht zweimal in den gleichen Fluss. Danke, Flo-Tube. Mhm. Der Chat hilft uns, indem er sagt, wir sollen ein bisschen mehr scannen, weil wir dann diese roten X'e natürlich sehen, die oft eine unüberwindbare Hürde darstellen. Guck mal, wir müssen da mal runter zum Fluss. Ah, da sieht's auch nicht so gut aus. Das ist mir zu riskant. Wurde gescannt. Oh ja, aber hier, darunter und dann durchs Wasser. Das geht. Ja. Man traut den Steinen irgendwann nicht mehr. Ja, ich traue niemandem mehr. So. Da hinten fahre ich mal rüber. Das ist zumindest halbwegs flach. Ja, komm, das muss doch jetzt gehen. Mach mich. Na, ach so, okay, es ist nur online. Ich dachte schon gerade. Ja. Ist gut. Ja. Wir verstehen. Okay. Alles klar. Dankeschön. Vielleicht haben wir den aktuellen Patch auch noch gar nicht runtergeladen. Das könnte gut sein. Ich muss auf die Straße kommen. Da werde ich doch meine Energie wieder. Hier rechts vielleicht? Jazz, oder? Oh, ja, diese Steine. Da wird man aber auch beim Zugucken schon irgendwie. Nein! Obwohl wir so dicht an der Straße waren.
Kein Saft mehr. Direkt neben der Scheißstraße nach 5 Metern Weg. Haben wir noch so ein TP gedillt? Ach, herrlich. Da. Stufe 1, das reicht ja völlig. Auf dem Rücken. Zack, dankeschön. Ja, wir haben immer alles dabei. Zum Glück haben wir immer alles dabei. Frage ist nur, ob wir genug Materialien noch haben. Ich könnte das ja für die, das Auto für die anderen Spieler Raider da lassen. 350, was? 5900. Ja, ich meine, die denken sich, die Landspieler denken sich, wer ist so dumm und baut an dieser Stelle. Sind wir denn. Lass uns die Likes abwarten. Vielleicht kommen noch mehr Leute in die Bredouille, so wie wir. Das ist auf jeden Fall möglich. Wir haben übrigens für alle, die es interessiert, wann wir nochmal weiterspielen. Mhm. Morgen spielen wir was anderes. Morgen spielen wir Star Wars. Das neue Fallen Order. Da bin ich sehr gespannt. Da werde ich dann auch mal das Pad in die Hand nehmen. Aha, da kommt es. Ja, weil da sterben wir auch mal. Da kann man sich abwechseln. Hier ist es ja echt schwer. Dann, Montag, haben wir wahrscheinlich nochmal eine richtig lange Session. Da ist nämlich Kretschmer Time. Und Teil der Kretschmer Time wird nun Kojima Time. Und da gibt's dann noch Luigi's Mansion. Dienstag dann wieder Star Wars. Mittwoch nichts für euch, Speedrunner-Alle. Und dann am Freitag noch mal Star Wars. Also vielleicht, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Sessions. Mhm. So, guck mal hier. Da bin ich dabei. Jetzt von, da müssen wir noch hin. Auch eine interessante Info für dich vielleicht von Michael. Für diejenigen, die es interessiert, wenn ihr Aufträge vom Sammler alle abschließt, kriegt man eine Decke, die eure Fracht vor Regen schützt. Okay. Decke. Das will ich, das ist wichtig. Du denkst, dass das unwichtig ist, aber es ist tatsächlich sehr wichtig. Ich weiß, wir haben viel verloren schon. Ja, mit unserem Jeep ist da schon 4, verloren gegangen. So, jetzt könnte ich auf die Straße rauf, aber die Straße ist zu Ende. Die Frage ist, kann man hier eigentlich die Straße wieder aufbauen? Ich weiß nicht. Simon, anstatt Luigi's Mansion könntest du nicht Metal Gear Solid 2 zocken. Oh Mann, ich würde das so, ich würde echt gerne mal wieder Metal Gear Solid 2 spielen. Aber da müssen wir irgendwann warten, bis du mal wieder Zeit hast. Doch mit dir kann man das gut spielen. Aha, guck mal. Geht auch nicht so lange. Ey, meinst du, man kann hier die Straße bauen, Simon? Bin mir nicht sicher. Haben wir das nicht schon mal probiert? Ich habe so ein Déjà-vu. Na, Moment, an diesen Plattformen kannst du bauen, oder? Das stimmt doch. Weil da ist auch schon die richtige Plattform dafür. Ja, mal gucken. Ja, siehst du? Erneuern. Hammer. Und denk dran, wir müssen die eigentlich alle erneuern, weil es gab ja auch diese Straßen über das Wasser, die brauchen wir. Guck mal, wir brauchen nur noch. Also, es geht eigentlich, guck mal. Wir brauchen nur noch 800 Metalle, 600 Keramik. Ja. Und 100, was, 13 chirale Kristalle. Das ist tatsächlich machbar. Das ist nicht viel. Haben wir das hinten noch im Auto oder? Kannst du das holen und oder ja, hat der gerade schon alles zusammengerechnet? Das kann man nur nicht. Ja? Guck mal. Ah nee, wir haben aber nichts mehr dabei. Ich durfte ja auch das Lager nicht looten. Das hat mir mal. Ja, das ist leider verboten. Ne? Verboten. Ja. Nee. Du hast doch noch nicht mal Waffen. Du hast halt wirklich gar nichts. Du hast einen verrosteten alten LKW. Ich hatte eine Bullergun. Das hat das letzte Mal auch gereicht. Ein paar Seile also. Ja, das letzte Mal habe ich ein komplettes so wie ein Banditenlager ausgeräuchert mit meinen paar Bolas. Hier bräuchte es wirklich dringend mal eine verdammte Straße. Ich fände es echt besser, wenn die Bola-Gun so eine Tape-Gun wäre, so mit denen man so die Pakete zumacht. Ja. Das wäre irgendwie. Ja. Ja, das würde ich nachvollziehen. Wenn du so einmal mit so einem Tape. Vorbei. Ja. Naja, Fragen you've von been taped. Kelly. You've been taped. Ist schon ein neues Unspielbar geplant. Ich kann sogar sagen, dass. Ja, ich weiß, welches Unspielbar geplant ist. Ja? Death Stranding! Ja, aber da gehören zwei dazu. Guck mal, da ist eigentlich nur eine. Die Straße, aber da sind wieder die Felsen, bei denen ich mich aufbocke. Das heißt, wenn ich jetzt da, das ist super riskant, ich könnte mal an dieser Stelle versuchen. Ich kann nur sagen, neues Unspielbar ist immer noch auf Halde. Wurde jetzt, glaube ich, geschnitten mit Ede, mir und einem nicht näher genannten Spiel mit 3 Buchstaben. Sehr, sehr geil. Ich freue mich tierisch drauf, das dann endlich mal zu sehen. Eieiei. Okay. Was liegt da so rum? Soll hier mal kurz aufladen? Gib mir frische Energie. Guck mal, wir sehen schon das Lager, Simon. Wir haben es bald. Wir haben es bald. Ist auch schon ganz heiß. Na, es sieht bisher eigentlich so aus wie immer.
fällt es mir schwer, mich aufzuraffen, begeistert zu sein. Ja, dass wir bald da sind, das ist begeistert. Naja, ich jetzt sag ja bald. Über bald möchte ich jetzt noch nicht philosophieren. Ich habe das Auto aufgebockt. Das war gut. Manuell gerade, oder? Das macht er doch automatisch. Nein, oder? Das habe ich gemacht. Das? Ja. Okay. Man muss sich unterstellen. Oh Gott. Simon, endlich würdest du sagen, Kojima hat mit dem Spiel richtig abgeliefert? Ich würde sagen, ja. Lieferung dauert ein bisschen lang. Die Lieferung nachverfolgen ist auch nicht immer so einfach. Guck mal hier. Aber da ich ja wusste, was ich bestellt habe, bin ich mit der Lieferung einverstanden. Top eBay, ja. Oh, stark. Stark. Muss ich das jetzt eigentlich hier rausnehmen noch? Oder checkt? Ich glaube, ich muss das doch noch rausnehmen, oder? Checkt er das? Bitte? Was? No access? Hallo? Das ist ein neues Auto, das brauchen wir nicht. Ach, das ist auf der anderen Seite. Ich sag jetzt nicht, welches Spiel bei einem Spiel war, aber Sheep is Eric ist ein verdammt smarter Motherfucker. Der hat das direkt rausgefunden. Ich sag nur sowas wie drei Buchstaben, sofort hat jemand die Mission und das Spiel rausgefunden. Nicht schlecht. Muss man echt sagen. Während ich hier abliefer, was dich überhaupt nicht interessiert, doch, dass wir aber endlich nach anderthalb Stunden dieses Kackpaket abliefern. Ja, und diese anderthalb Stunden habe ich versucht, die Leute zu motivieren. Sieht so gut wie neu aus. Alle Achtung, wirklich. Sieht so gut wie neu aus, hat er gesagt. Gibt es wenigstens jetzt ein Awesome? Für das? Ja, Awesome. Awesome! Zu Recht gibt es dieses Awesome. Der hat ja überhaupt gar keine Ahnung, was wir auf uns genommen haben. Also, pass auf dich auf. Ja, das werde ich tun. Das sagt jemand richtig schön. Ich bin dein Bridge Baby zum Chat. Weil du in den Chat nicht kannst, bin ich für dich da. Und schreie, wenn es Probleme gibt. Oder wenn mir dein Spielstil auf den Sack geht. Dann schrei ich. Also schreist du durchgehend eigentlich. Noch kann ich dich auch irgendwie beruhigen? Relativ ruhig. Irgendwie ja, du kannst mich hin und her wiegen. Ja, das mache ich gern. Du kannst mich immer mit Cutscenes betäuben. Da schlafe ich dann ein und dann bin ich ruhig. So, guck mal. Nehmen wir mal eben auf den Rücken. Dass das Auto repariert wird, wenn du es einlagerst, hast du schon mitbekommen, ja? Ja, da steht ja noch okay. So repariert, das da hinten. Genau. Das da. Dann lassen wir das hier stehen gleich und dann ja, machst du eine ganze Flotte gerade. Ja klar, Fuhrpark. So, dann machen wir erstmal hier was. Recyceln wir mal ein bisschen Shit. Und zwar die zerstörte Blutgranate. Und natürlich unsere, wo sind denn die Kristalle? Also will er nicht. Erstmal das. Okay, recyceln. Recycle that shit. Oh, da schreibt jemand was sehr Interessantes. Der Name. Finde ich krass, wie unterschiedlich die Meinungen dazu sind. Hab nicht viel erwartet, aber hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß an einem Spiel. Man muss, finde ich, auch mal die positiven Stimmen vorlesen. Definitiv. Weil viele regen sich auf, weil es auch leichter ist und weil das Spiel Angriffsfläche bietet. Aber für manche ist das wahrscheinlich exakt genau das richtige Pacing. Dich zum Beispiel. Ich mag langsam. Naja, nein, einfach die Möglichkeit. Erzwungenermaßen ein langsameres Spiel. Ja, stimmt. Okay. So, privater Spind. Alles klar, müssen wir die Granatis. Kann man die. Schade, dass man die nicht so morphen kann ineinander. Guck mal, da haben wir noch eine Munition und da haben wir noch zwei Munition. Warum kann ich die jetzt nicht miteinander kombinieren? Typ 0 und Typ 1. Denke ich. Was? Dass das zwei verschiedene Typen sind. Das eine ist Typ 0. Du hast recht. Das eine ist eine Pipi und das andere ist eine Kacke. Ist natürlich bescheuert, dass die in einer riesen Kiste sind. Da können wir gerne lange drüber reden. Ja, das ist in der Tat ein bisschen bescheuert. Okay, pass auf. Dann einmal kurz hier uns heilen und dann. Wir dürfen nicht im privaten Raum ausruhen, weil das dumme Auto davor steht. Und das ist auch. Seien wir mal ehrlich. Das sind so Situationen, die sind Quatsch. Jetzt steht das Auto davor. Jetzt muss ich ein Stück zurückfahren. Das sind so kleine Umständlichkeiten, die mich nerven. Ich finde das Menü nervig. Ich finde solche Sachen nervig, dass ich jetzt quasi das da wegfahren muss. Ja, du bist auch nicht wirklich weit gefahren. Jetzt steht er dir wahrscheinlich gleich im Weg. Nee. Der steht nicht mehr auf dem Fahrstuhl. Der steht, guck mal hier da. Wenn das jetzt nicht geht, das gibt's doch nicht. Verarscht mich jetzt. Das liegt aber nicht an dem Auto, oder? Warte mal, hast du noch irgendwas? Die Kisten kannst du. Nee, es muss am Auto liegen. Komm. Das muss nicht euer Ernst sein.
Es sind noch Sicherheitsvorkehrungen, die mir nicht mitgeteilt wurden. Jetzt, guck mal, jetzt ist es auch wieder in der Rot. Jetzt darf ich meinen privaten Raum aufsuchen. Das ist doch Quatsch. So. Sehr schön. Gut. Ich bin happy, dass wir das endlich gepackt haben. Das war ein guter Lauf, den du hattest. Der hat lange gedauert. Ja. Bis dahin. Aber völlig zu Recht knallt er sich jetzt hin. Ja, das hat er sich. Kann ich mal die Brille abziehen? Und wir müssen uns merken, wir brauchen immer genug Material, um diese Energiestation zu bauen. So viel sollte man wirklich immer dabei haben. Ja. So wie. Vielleicht gibt es auch Batterien oder irgendwas, was man portabel. Ist ja eigentlich bescheuert, immer so eine Station bauen müssen, ja, aber gut. Ersatzbatterien einfach quasi aufladen. Ganz simpel, ein Akku. Oh, jemand schreibt, der Micha schreibt, wenn das Auto ein Mule-Fahrzeug ist, kann man es nicht reparieren. Das gilt es erst nochmal zu beweisen. Aber warum ist es doch das gleiche Modell? Ja, vielleicht, weil du es geklaut hast und der Strom merkt das. Heute nur Legalstrom. So, Bibi, überspringen wir. Keine Granate heute. Habe ich jetzt gerade sitzen gemacht oder stehen? Hast du darauf geachtet? Ich nicht. Ja, es liegt tatsächlich an dem geklauten Auto, Nils. Warum das nicht geklaut hat, geklappt hat. Das finde ich echt, also verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht inhaltlich, warum die sich da so zieren. Ich meine, können wir so nicht erzählen, dass die Raider das selber gebaut haben? Die Raider haben nur Diebesgut. Eigentlich schon, die klauen sich ja alles zusammen, ne? Wenn du von klaust es dann wieder von den Klauern. Wollte ich gerade sagen, wenn du von einem Dieb klaust, dann ist das doch kein Diebstahl mehr. Das ist doch einfach nur zurückholen. So. Dann, Fragile-Sprung machen wir natürlich nicht. Erstmal einen Auftrag annehmen. Das, du hast so recht mit diesen komischen Rüstungen, ne? Dass hier plötzlich nur noch diese eine, seit Anbeginn, also geh nochmal nach links bitte, schau nochmal nach links, diese Anzüge. Ja, du hast so recht und ich frage mich die ganze Zeit, ob du recht hast mit dem, was du spekulierst. Haben wir uns einmal eine ausgesucht und jetzt ist das immer so? Ich finde das voll komisch, weil ich denke jetzt auch, haben wir vielleicht den falschen gewählt? Oder ja, also kommt das? Da stand schon auch immer eine Beschreibung, zum Beispiel, ich glaube, das rote war das medizinisches war, genau. Personal und so. Aber ich weiß trotzdem nicht, warum die davor hängen und jetzt nicht mehr, weil ich hätte. Das sieht ja auch hässlicher aus jetzt. Ja, das ist. Als ob da was reingehört. Weniger ist da einfach, genau. Und vor allem, wieso? Ich meine, ja, ich hätte vielleicht auch ganz gerne mal den roten einfach gehabt, weil er geil aussieht. Aber das Wichtigste ist erstmal. Was ist Moment, das denn? Was ist denn jetzt was los? Was ist das denn jetzt? Was ist denn mit dem Monster? Das sind andere Getränke. Das nicht. Nein, das, stell das weg. Ach, wegen dem Weizen, Alter. Weil wir Weizen organisiert haben. Alter, jetzt gibt's Weizenbier. Das gibt's Brotbier. Brot, Alter, das ist ja das Geilste. Also schön Brotsaft. Der guckt ja auf Freude. Sie haut sich aufs Knie vor Freude. Alter Schwede. Weg damit. Dosenpfand. Bäm, Alter Schwede. Jetzt noch mal ein bisschen Rülps. 3 Punkte. Ey, das ist nicht schlecht. Nee, das ist super. Das finde ich lustig, dass man das ändern kann. Jetzt erstmal hier noch ein paar von den Knubbeln. Ja. Wir essen zu wenig Kryptobioten. Gib mir mal noch so einen kleinen Wurm. Aber da ist auch noch welche für später übrig. Der beißt da sogar ab. Ich finde, es ist eine Sache, sich so ein Tier in den Mund zu stecken und es zu essen, und eine andere davon abzubeißen. Aber du willst halt auch nicht, dass das noch in dir noch ein paar Minuten rumgrabbelt. Das willst du halt auch nicht. Ja, aber, so wär's. Aber abbeißen und sich den krabbelnden Rest noch mal schön anzugucken. Nee, du schaust nicht so richtig hin. Und dann Man denkt dann an was anderes. Das ist doch so. Man denkt in der Zeit an was anderes. Man macht die Augen zu und denkt an was Schönes. Was eine ähnliche Konsistenz hat. Viele von euch kennen die Situation, wenn man die Augen zu macht. Ey, ich würde dann einfach so einmal auf den Tisch hauen und mir es dann einfach ohne nachzudenken reinwürgen. Oder halt wirklich pürieren. Also, dass die keinen Mixer haben in der Zeit. Ja. Bitte. Das wir sind keine Tiere, ja? So, jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und nehmen wir einen Auftrag an. Simon soll ins Dschungelcamp. Was? Wieso? Ach, wegen den. Nee, ich glaube, ich würde das nicht machen. Ich habe Bock auf die Kohle. Mehr Bier. Aber ich habe wirklich keinen Bock, irgendwelche Hoden zu essen. Finde ich immer so ein bisschen. Gibt's das überhaupt noch? Ja. Wer guckt denn noch Dschungelcamp? Sind wir wieder da drin? In der letzten Sequenz sind wir doch abgehauen. Also er ist abgehauen mit dem Baby. Jetzt sind wir wieder in dem Raum. Ja, vielleicht wurde er gecached. Oh, das ist ein anderer Raum.
Die Frau ist weg, oder? Die Mutter? Oder liegt ja, die das noch ist da? Wahrscheinlich tatsächlich jetzt ein anderer Raum. Guck mal, er hat auch. Ah, nee, sie ist noch da. Kampfspuren hat er auch. Verdammter Idiot. Und er säuft ein Bier. Dachtest du, könntest auf sie aufpassen? Nee, ist kein Bier, ist noch was anderes. Ein Mann wie du. Meinetwegen liegt sie hier. Bleibt nur noch wir zwei, Bibi. Ich hab nur noch dich. Ich beschütze dich. Was auch passiert. Okay. Hat er das eben Bibi genannt auch oder Baby? Weil, weiß ich nicht. Wenn es nämlich das erste wäre, hätte das ja nicht Bibi genannt, oder? Wenn, also, weißt du, wenn das noch nicht etabliert gewesen wäre, ja, sozusagen. Ja. Ich kann mich noch nicht richtig durchringen. Ich habe noch keine richtige Meinung zu diesen ganzen Flashbacks. Es könnte das Bibi sein, es könnte aber auch wir könnten es sein, also der Postbote in dem Fall. Es könnte alles sein. Es könnte sogar die Schwester sein, die Mutter oder der. Ja. Also, ich packe mal ein paar Sachen hier weg, ja. Tether-Verankerung haben wir bisher eigentlich noch kaum gebraucht. Wie sieht's um ihre Stiefel? Wir hätten uns laut Chat noch mehr Bier hinter die Binde schütten sollen. Nicht nur wegen den extra Cutscenes, sondern auch, weil es mehr Ausdauer gibt. Und die Mütze, gut, dass du die aufhast, gibt auch extra Ausdauer. Ah, ist das tatsächlich so? Okay, pass auf, ich pack mal die Sachen weg. Die sind alle schon verbraucht. Und ein Schweber reicht auch, ein Tick 2. Die kommen jetzt mal in den Spind. Und dann bauen wir mal ein paar neue Sachen hier. Blutbeutel nehmen wir mit, weil das Blut aus den Beuteln, da bleiben eine Menge 500, kommt nämlich in die Granaten. Das heißt, es macht voll Sinn, die mitzunehmen. Mhm. Granate. Das ist, warte mal, so eine Granate 0, die ist doch gegen die nicht tödliche Anti-GD-Waffe, genau. Die nehmen wir mit. Auf den Rücken tragen. Und, ja, das sind sogar noch zwei. Das sind nur drei Munitionen. Nee, wir bauen jetzt eine neue. So, okay. Alles klar, das ist Kletterung, eine Lastenschwimmer, eine Bola-Gun, eine Tick 2, alles klar. Stetigen. Okay, der Micha sagt noch schnell was, was vielleicht ein bisschen aufklärt, die Diskussion um die Flashbacks. Mhm. Nein, die Flashbacks werden im Spiel am Anfang erklärt. Jedes Mal, wenn ihr euch mit Bibi verbindet, teilt ihr euch die Erinnerung. Das sind Erinnerungen von Bibi. Ja, gut, das wissen wir, aber wir gehen ja davon aus, dass vielleicht auch nicht alles in dieser Welt real ist. Also ist ja alles, steht zur Diskussion. Diese Flashbacks können rein theoretisch auch Fast Forward sein oder so. Also es kann alles sein, ne? Ja. Aber ich akzeptiere das. Ich habe das Gefühl, der Micha kennt das Spiel schon ganz gut und will uns zwar nicht spoilern, aber will Dinge korrigieren, weil er sehr häufig eingreift im Chat. Insofern danke dafür. Vor allen Dingen, dass du nicht spoilerst. Okay. Gut. Sehr schön. Bestätigen. Jetzt nehmen wir noch einen Auftrag an und dann geht's weiter. Aber warte, wollen wir erstmal so einen Boten losschicken? Oh. Guck mal hier. Gut. Nur ein C. Naja, ist ja auch, wie gesagt, ein Robo. Also langsam geht der mir auf die Eier. Der muss mal bessere Arbeit machen. Dem ist das völlig egal. Ja, 120 Kilo klingt gut. Ja, oder? lass den mal hier die richtig schweren Sachen. Dafür ist er doch da. Pestizide brauchen wir richtig schön für besseres Bier. Pestizidenbier. Da kommt er wieder. Das ist irgendwie ganz lustig. 120 Kilo. Ich mag den.
So. Aufträge für Sam. Guck mal hier. Dringend. Oh, 45 Minuten Zeit bis zum Schrotthändler, ob wir das schaffen. Und der hat. Okay, wir können beide machen. Guck, der hat nämlich 45 Minuten Zeit und der nicht. Die sind aber dicht beieinander. Würde ich das sagen, machen wir beide? Ja, mach beide und mach eben den akuten eben zuerst ja. Und dann sind wir doch ganz gut dabei. Was ist denn mit Hauptstories? Keine? Doch, das sind die Sterne. Oh, der, nein, nur eine. Nur also, die ja, okay, Sterne. Die Schrotthändler. Das andere ist dann halt scheinbar. Ja, aber dann machen wir das doch. Müssen wir noch. Wir haben jetzt verfügbar. Wir haben natürlich jetzt kein Baumaterial mit. Oder wie ist das? Achso, ne. Ah, zack. Oh. Das ist mein Manager, der will mich fragen, ob er mein Geld investieren soll. Okay. So, irgendwann brauchen wir noch irgendwas, Simon? Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Ich kann was lesen, weil ich finde, das ist eine sinnvolle Idee. Malz Biagio schreibt, es wäre so schön, wenn vor dem Auftrag eine Route unter Einbeziehung der Straßen erstellt werden würde. Nach 15 Stunden Spielzeit könnte man diesen Schritt da, Richtung professioneller Paketzustellung mal wagen. Da, wo ich herkomme, gibt es keine Straßen. Ja, mir gefällt so dieses passiv-aggressive dahinter auch nicht so, aber er hat einen Punkt. Da bist du jetzt in das Kaputte eingestiegen? Ja, in mein Schrottauto. Aber why? Weil ich das jetzt erstmal umparke. Bin ich aus dem Weg. Ich will nämlich nicht, dass das wegkommt. Soll ich jetzt hier hin? Weil mir das viel Freude bereitet hat. Weißt du, was das alles für mitgemacht hat für Kämpfe und so? Du würdest es jetzt einfach aufgeben, diesen Herbie oder was? Nein, ich hätte es mir neben die anderen gestellt. Aber da, du hast doch ein wunderbar funktionierendes Fahrzeug direkt. Ja, guck. Jetzt hast du den rotzigen. Ja, ich will ihn. Das ist ein Erinnerungsstück an den Kampf gegen die Typen. Aber du hast doch nur noch zwei oder drei Parkplätze. Kannst du nicht jeden Kampf in Vehikelform verändern? Ich gebe das Ding nicht auf. Dich würde ich da auch nicht einfach aufgeben. Doch, mich würdest du. Du würdest so das Auto. Simon, tut mir leid, du musst draußen schlafen. Das Auto braucht auch einen Ruheplatz. So, lass uns jetzt mal gucken, gemeinsam, lieber Simon, wie wir das machen. Was ist die günstigste, beste, coolste, niceigste Route? Ich würde sagen, die Straßen beinhaltet, aber das geht hier gar nicht, ne? Die haben wir gar nicht, hier haben wir keine gebaut. Wir müssen nach da hin und das ist echt ein dreckiges Gelände schon wieder. Kurz mal vorher fragen, musst du nicht. Geh das mal an. Musst du nicht zu dem unteren erst? Welches ist denn die. Der Filmregisseur ist, glaube ich. Nein, dann stimmt's ja. Der ist doch der erste, den wir machen müssen, okay. Oder? Ja. Ey, das sieht aus wie ein hügeliger Drecksweg, da kannst du mit dem Auto aber, glaube ich, ganz gut einfach straight durchfahren. Also, man kann es mal versuchen. Hier sieht es aus wie Krater oder so. Das ist ein Krater. Man kann es aber auch schwer sehen. Das ist so pixelig. Ja, also das ist tatsächlich. Ja, also wirklich sehr. Aber das ist. Ah, siehst du? Oh, das ist ein. Okay, das ist massiv gefährlich, ja. Da muss irgendwo eine. Ja, hier, schau mal im Norden. Siehst du da oben rechts? Ja, ja. Im Norden kann man vielleicht rum. Siehst du, und da musst du dir nämlich jetzt da mal ein Wegelchen hin basteln. Okay, warte. Boah, das ist ja was eine nervige Strecke. Guck mal, das ist aber auch ein riesen Gebirgszug. Siehst du das? Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt rüberkommen. Da ist direkt der Berg angrenzend. Ich glaube, da kommen wir nicht lang. Okay, das stimmt. Da muss es eine Brücke geben. Kannst oder wir müssen gucken, komplett. Hier irgendwo, da, das sieht so aus, da könnte was sein. Alter Schwede. Das ist immer noch. Schau mal, also hier ist, siehst du diesen Punkt mit dem Finger? Da ist so ein ganz kleiner. Es könnte ein Übergang sein, ne? Da, ziemlich genau da. Man kann es halt nicht so sagen. Boah, das ist schön. Alter, ob du, also mit dem Auto kommst du da auf jeden Fall nicht so lang. Kannst mit dem Audi auch nicht über die Leiter. Also wir müssen, da ist eine Leiter, Online-Leiter. Aber gibt's da nicht auch irgendwo eine Brücke? Kletterverankerung. Oh Gott, ey, scheiße. Ja, eventuell müssen wir das dann zu Fuß machen. Aber das ist echt viel. Wachturm. Wir können ja erstmal da hinfahren und uns das angucken. Was ist das? Ein Truck? Ach so, wie war das nochmal mit der Wettervorhersage eigentlich jetzt? Wie war das nochmal mit der Wettervorhersage? Okay, vielleicht wollen wir erstmal da hinfahren und gucken, ob wir da irgendwie. Ich sehe da ein großes Problem. Ja, also da werden wir nicht. Schau doch nochmal ganz kurz. Da, Online-Brücke, da! Okay. Da müssen wir hin. Die nehmen wir. Gut. Okay. Pass auf. Oder nimm einfach ganz viel Kram mit, dass du eine bauen kannst. Nee, das ist geil. Da ist doch die Brücke. Das ist doch perfekt. Da erstmal hin. Perfekt. Okay, sehr schön. Online-Brücke. Okay.
Ja, jetzt bin ich auch im Chat an den Leuten angekommen, die sagen, nimm die Brücke. War früher aber Telekommunikationstechniker. Er reparierte alles, von drahtlosen Terminals bis hin zu wichtiger öffentlicher Infrastruktur. Ist das der Typ? The fuck? Nee. Von Sam will ich. Manche sagen, du solltest überlegen, es komplett zu überfahren, zu umfahren. Das Gebiet. Ja. Aber ja, es ist, wo genau, wüsste ich jetzt gar nicht. Brücke hinzukommen. Na gut, mach du mal. Aber nach dem Angriff von Southland City veränderte er sich. Man kann es ihm nicht verübeln. Wir haben ihm allen Grund gegeben, uns zu misstrauen. Da könnte es vielleicht gehen. Hast du denn wirklich den Schrotthändler ausgewählt? Und das ist wirklich die Zeitmission. Weil im Chat gibt es unterschiedliche Meinungen, welche Mission wir ausgewählt haben. Dringend. Und die zeigt, ist das auch der richtige, weil das sind ja beide, siehst du, Filmregisseur. Wusste ich doch, der Schrotthändler ist unten. Das ist die dringende? Ja. Es ist ein bisschen irritierend, weil alles auf einmal angezeigt wird, aber ja, das ist die dringende. Okay, dann müssen wir trotzdem über dieselbe Brücke. Ist ja nur dass wir halt in den richtigen fahren. Und dann jetzt ist ja auch schon die Brücke da. Dann machen wir mal erstmal alles weg. Und dann machen wir bis hier erstmal. Okay. Ah, ich hab doch alle weggemacht. Jetzt sieht man mal, wie toll so eine. Was so eine Brücke ausmacht. Aber da wäre ich auch rübergekommen, glaube ich, ohne Brücke. Mit meinen Skills. Dann ist ja noch was. Ich sehe mir nicht, dass jetzt noch so ein. Oh nee. Ja, aber du hast den einzigen Stein gefunden. Ja, weil ich schon geguckt habe, wo ich jetzt hier rüberkomme. Oh, das sieht alles sehr, sehr ungut aus. Davor ist da rechts ist eine Brücke, aber keine große. Und in die Richtung. Da? Ach, guck mal, das du kannst da einfach lang. Das ist aber ein Lager. Ja. Naja, und aber du kannst da links einmal drum rumfahren. Ja. Es juckt mich. Simon, es juckt mich. Aber ich mach's nicht. Warum? Weil du mein Freund bist. Und ich möchte dich glücklich machen. Oh, was ist das? Guck mal hier. Das sind die Feinde. Tschüss. Eventuell werde ich gleich gezwungen zu klein. Ja, jetzt werde ich gezwungen. War nicht meine Absicht. Ja gut, aber das Ding hört ja auch gleich wieder auf zu zuckeln. Also wenn du am Auto bleibst und dann einfach schnell wieder einsteigst. Nee, so schnell geht das nicht. Ja, dann würde ich vielleicht das Auto einfach da lassen. Das sind auch echt zu viele, also. Ja, der ist schon, weil du den. Ah, doch. Ne? Ja. Oder weil du den Kopf getroffen hast. Lauf, 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 du kleiner, süßer Freund von mir. Nils! Was machst du? Lauf, lauf. Da kommt das Auto. Siehst du? Ah, da ist der Canyon. Jetzt musst du nur die richtige. Nein, du musst hier. Ja, du bist die falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite. Ja, pass auf. Nee, falsch. Also da müssen wir hin und. Ja, wobei. Ja, es ist bei. Oh, nee, der linke führt. Aber du kannst dann im Westen weiter über diesen kleinen Hüppel vielleicht noch. Aber da. Kannst du nicht mal scannen und gucken, wo noch Leitern sind? Ja. Da vielleicht, was ist.
Okay, wie können wir. Hier ist halt. Ich, wenn ich jetzt da lang laufe, dann ist hier. Ja, der Canyon ist überall, ja. Aber ich habe das Gefühl, im Süden würde er langsam aufhören. Gott, ja, hier ist da im Norden geht der einmal komplett durch. Hier meinst du? Da geht er bis zu dieser Felskante. Ich glaube, da kommen wir auch nicht durch. Siehst du das Ding hier? Da geht bis da. Und da ist, wenn ich das mal mache, siehst du, da ist die Schlucht auch bis zum Anschlag. Aber da geht es ein bisschen bergab, aber wir müssen, wenn wir Glück haben, irgendwo eine Brücke finden. Also ohne Auto kannst du dir natürlich jederzeit auch einfach was bauen, wie eine Leiter. Ja. Das stimmt. Aber am besten erstmal hier südlich lang. Weil hier sind zwei. Also erstmal bis nach da, ne? Hier so, oder? Was meinst du? Weil da ist nämlich so ein Huckel, da sind zwei. Da bringt mir eine Leiter auch nichts. Ich muss irgendwo eine bauen. Shoot. Nach deren Auto klauen jetzt, oder? Da ist einer, glaube ich, drin. Mal gucken, ob das so GTA-mäßig geht. Nee. Da, Achtung, der fällt über die Schuhe. Okay. Also einer ist hier noch. Der will mich nerven. Okay. Jetzt brauchen wir uns nicht beeilen. Jetzt gucke ich erstmal, dass die alle ausgenockt sind. Ja, die ich ihn gerade nicht treten konnte, ne? Ich finde es interessant, dass deren Scanner uns als Feinde ausweisen. Ja. Das ist eigentlich interessant, weil die Funktionsweise ja doch eine andere ist von denen. Also eigentlich dürften die ja gar nicht auf uns so reagieren. Wobei vielleicht gerade deswegen, weil wir so ein Mittelding sind zwischen Leben und Tod, vielleicht deswegen. Tritt denn auch nochmal. Ja, ja, alle jetzt. Dann kann ich auch deren Auto nehmen, ist doch super. Dann lade ich den Scheiß hier hinten drauf ein, baue Material für eine Brücke. Okay. Da hast du deine Leiter, den ganzen Kram einfach mitnehmen. Tick. Dann erstmal hier schon mal auf. Wir haben auch was verloren. Nicht, dass wir ein Dings verloren haben. Da, die alten Teile nicht. Das sind die beiden, bei dir, ne? Das sind die beiden Missionsteile. Ja, ja. Okay, genau. Das ist gut. Ah, das ist eine interessante Info von Ritter der Blume. Deren Scanner findet die Frachtetiketten und die sind auf euren Paketen. Ah, okay. Aha, okay. Wo war das? Oh, entschuldigen Sie bitte, ja. Das ist tatsächlich, es sagt auch hier Captain Metal, wenn man ohne Fracht bei denen langkommt, springt der Scanner nicht an. Das ist schon alles okay. Ganz cool. Ich glaube, wir meinen aber unterschiedliche Dinge. Ihr meint diese Scanner, die alles illuminieren. Ich meine aber dieses kleine Radarschüsselchen, was sie auch haben, also was ja eigentlich gegen die Stranding-Wesen gedacht ist, also die aufspüren soll, das meine ich. Okay, die Sachen lasse ich jetzt mal liegen, weil wir so wenig Zeit haben. Ich nehme noch das hier mit, obwohl die Stiefel scheiße auf rein. Metalle nehme ich noch mit, falls wir gleich was bauen müssen, ist gar nicht schlecht. Und dann müssen wir mal schnell weiter, denn wir haben nicht so viel Zeit. Okay. Dass ich diesen Satz noch mal von dir höre. Warum bist du zynisch und gemein? Weil genau der passende Moment dafür ist. Ich auf der einen Seite, ich bin mit dir hier gefangen. Ich will mich aber auch von dir distanzieren in deiner Spielweise. Ja, du bist dich. Und ich will alles Gute will ich für mich haben. Ja. Und ich will schon, dass alle schlechten Dinge bei dir bleiben. Solidarität ist dir ein Begriff. Loyalität. Soli. So. Ja. Okay. Nein, wir sind zusammen.
jetzt ist... Ich bin halt dein Chef und du bist der Bote. Oh, guck mal, da ist der Zipfel, von dem du gesprochen hattest, oder? Meinst du, ich schaff, komm da drüber? Welcher, links oder Norden? Da, direkt da. Wenn du, ey, also wäre halt geil, ne? Aber nee, es wird nicht klappen. Du wirst einfach straight nach Windstein. Ach, hier, schau mal, da kannst du fahren. Das wird klappen. Das links klappt ganz sicher. Da, komm, diese Rampe mit, da? Mit Turbo. Wenn du den Turbo anmachst, ja, soll mir einer was erzählen noch. Diese Rampe hier? Komm, no risk. Auf jeden Fall. Denn da drüben an der Lampe ist ja schon die nächste Rampe für mich frei. So, warte. Jetzt muss ich nochmal genau drauf zu. Wo war der genaue Absprung? Ach, egal, einfach Ray, Riot! Nein. Hier, du musst schon auch ein bisschen Geschwindigkeit drauf haben. Ich will erst mal checken, dass ich das auch den richtigen Platz auch habe. Dass ich da jetzt nicht. Oder war das ein weiter? War das der hier? Hier, ne? Der war das, ja. Nee, das macht mich wahnsinnig mit diesem langsamen Hinfahren. Einfach mal Speed! Geronimo! Ja, ein Sprung aus Glauben! Du machst mich wahnsinnig! Selma und Luis! Dass du nicht. Dass du. Ich will da halt nicht sterben! Ja, aber du. Mein, Alter, es ist ein Sprung über einen halben Meter, Alter! Ja. Es ist einfach. Du kannst da gar nicht runterfallen! Du hast echt versucht, noch runterzufallen, oder? Sind wir auf der falschen Seite. Nur auf der falschen Seite von dem Graben. Guck dir das mal an. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag halt einfach gar nichts mehr. Ah, aber wir sind drüber. Ja, aber wir sind falsch. Alle Markierungen entfernen. So, guck mal. Sammy, wir wollen erstmal dahin. So, jetzt müssen wir noch über diesen Canyon. Warte mal, guck mal. Hier müssen wir rüber. Es gibt Fake-Fracht für die Mules, sagt uns der Micha. Die kann man irgendwo platzieren, dann sammeln die das auf und dann raucht es wohl. Ah ja, Fake-Fracht, okay, pass auf. Da ist auch nochmal eine kleine, vielleicht kommt man da auch rüber. Ja, das könnte klappen. Guck mal, an der Stelle. Da. Vielleicht. Ah, also nochmal zurück und dann. Dann da vielleicht schaffen wir das. Das ist hier nicht irgendwo. Also, nee, Leiter bringt ja nichts. Da wird es auch nicht rübergehen, oder? Wir schaffen das schon. Meinst du, oder kommen wir hier rüber? Nee, ne? Nee, das ist eng. Da auch nicht. Auch von der anderen Seite würde man es wahrscheinlich schaffen. Ich weiß nicht, ob es der richtige Moment ist, dich daran zu erinnern, dass das eine Zeitmission ist. Ja, ich weiß. Ich weiß das. Wollte dich nur daran erinnern. Jetzt wissen wir es. Dann beantworte ich deine Frage, ist es nicht der richtige Zeitpunkt? Komm, du hast es irgendwie auch schon kommen sehen, ne? Dass du hängen bleibst und irgendwie runterfällst. Es ja. Wäre auch lustig gewesen, aber sehr ärgerlich wäre es gewesen. Vielleicht. Guck mal. Oh ja, da links. Guck mal, da kannst du ja fast rüber treten. Probier es mal ohne. Ja. Gut. Okay. Du bist der Klippenspringer. Du bist Evil Knievel. Okay, jetzt nur noch geradeaus. Ne? Dann haben wir es. Perfekt gelaufen. Okay. Ah, jetzt kommen wir hier auch mal in eine andere Gegend. Scheinbar. Mhm. Noch ein bisschen Zeit. Ah, das reicht doch voll. Ja, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich hoffe, dass dieser Weg okay ist. Müssen wir da nicht umkippen jetzt, mach keinen Scheiß. Ja, das dürfte es doch sein. Meine Ahnung, da haben wir es doch. Yes! Gut. Ein Schrottplatz. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Da kannst du dein Auto parken. Ja. So. Und die Sachen jetzt haben wir noch auf dem Rücken, ne? Ja. Prüft. Vielen Dank. Müssen wir die reparieren? Ne, die sehen gut aus, oder? Nicht so schlimm. So. Oh, alles in der Zeit. Yeah, cool. Baby! Gut. Rein damit. Gib mir ein Awesome. Ah, wer bist denn du? Hallo. Hallo? Entschuldigen Sie bitte.
Wir sind jetzt da. Das ist doch eigentlich eine Aufzeichnung. Ja. Siehst du, das ist doch kein reales Bild. Nee. Das ist die Holo-Version von einem Anrufbeantworter, oder? Was? Meine Kleine ist. Ach so. Nur wegen dieser Terroristen-Spinner. Spinner. Und ihren Freunden beim verdammten Fragile Express. Ganz zu schweigen von den Bridges-Pissern, die unbedingt ins Wespennest stechen mussten. Wie dem auch sei. Zeig mal die Ware. Du bist früh dran. Wie es sein soll. Ist ja schließlich dein Job, was? Alter, du unfreundlicher Kerl, ey. Wenigstens mein Awesome. Ist ja schließlich dein Job. Wir sind der Einzige mit irgendeiner Art von Job da. Alter. Alle nicht einen Deut besser als die Terroristen. Ist der dumm? Und du wirst mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Ja, der ist halt ein offensichtlich ein Arschloch. Und verpiss dich. Oh, manche Leute, ne? Das ist ein Arsch. Ich würde ihm eine Bombe reinlegen. Ja. Also schön. Zumindest vor die Tür. Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen, müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologramm passiert ist. Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen. Aber in South North Citys Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde für eine auf ihre Beschreibung passende Frau. Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe. Hey Sam. Ich habe auf gut Glück meine alte Kundendatenbank nach unserer mysteriösen Frau durchforstet. Und weißt du was? Es gab einen ziemlich guten Treffer. Gesicht und Stimme passen. Sie lebt noch. Unser Schrotthändler trauert ohne Grund. Ich bezweifle aber, dass er uns das glaubt. Warte kurz. Gerade kam noch ein Auftrag von ihm. Vermutlich versucht er, uns zu testen. Sieh vielleicht mal am Lieferterminal nach, was er möchte. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ah ja, die anderen Dinger. Ist das zeitkritisch? Nee. Und auch keine. Ist das eine Story-Mission? Die hat einen Stern, ja. Doch. Ich würde die machen. Ja, klar, aber die andere machen wir auch. Ne? Mir ist die Olle eigentlich egal. Seine Frau? Ja, also der Typ halt und seine Geschichte. Ja, so ja naja, wer so unfreundlich ist, der hat es nicht verdient. Ja, aber wahrscheinlich müssen wir mit ihm, ne? Wahrscheinlich müssen wir ja. Ich fürchte das auch, ja. Ja, ich bin kein Fan von so Plot-Devices, wo du dann irgendwie Fetch-Quests. Ich meine, sehe ich schon einige, ne? Aber dann irgendwas noch fetchen, um irgendwie, damit ich. Aber ich gebe dir aber den Schlüssel nur, wenn du mir irgendwas zurückbringst. So, ey, Alter, du bist ein NPC, halt mal die Fresse. Du bist gar nichts, Alter, dich lösche ich. Ja, wollen wir die hier noch mal eben schnell recyceln? Ja. Die Metalle und so. Wenn wir einmal schnell recyceln gehen, dann haben wir die. Ach, ich bin so dumm. Vergessen zu drücken, dass ich auf den Rücken tragen will. Dann haben wir die nämlich safe dabei und müssen uns nicht immer ständig. Oh, die sind zwar noch nicht im chiralen Netzwerk, aber dann wird der uns gleich beitreten. Ah, oh, dann geht das nicht, oder was? Ja, oh Gott. Ja, okay, das war klar. Ich kann mir erst recyceln, wenn das im chiralen Netzwerk ist, weil das ja dann quasi erst für alle, aber an allen Stationen von uns verfügbar ist, deswegen geht das natürlich nicht. Dann geht ihr mal schnell wieder aufs Auto und dann geht's los. Dann fahren wir jetzt. Zwei Aufträge haben wir ja. Ja. Die sind auch beide nicht so weit weg. Zur Abwechslung mal. Okay, dann machen wir aber ganz kurz ein kleines Päuschen, aber nur ganz kurz. Ihr könnt währenddessen aufs Klo gehen oder selbst was ausliefern oder mal ja, auf was trinken. Ne? Was man halt so macht, während man harte Lieferarbeit nachgeht. Nils, was hast du da Leckeres in deinem... Das werden wir gleich noch mal gucken, ob das nicht Pralinen sind? Nee, ob das patriotisch geteilt wird zwischen zwei. Ich liefere ja auch aus, ne? Du reibst dir hier die Fettschwämmen rein und ich krieg gar nichts. Hier so mit Mango-Dip. Da werden wir gleich noch mal, da wird drüber zu sprechen sein, gleich bei mehr Death Stranding. Bleibt dran. Schluck Wasser.
Eure Meinung, während er trinkt. Zum Spiel. Sie sind vielfältig. Ganz viel habe ich schon gelesen auf YouTube unter den Videos. Gab ganz viele Leute auch Meinungen gepostet. Und ihr macht es auch immer noch. Ihr könnt auch gerne natürlich unter diesem Video, wenn es später als VOD verfügbar ist, eure Meinung posten zum Spiel. Es ändert sich ja auch immer, weil die Leute natürlich mit uns auch immer mehr zum Spiel erfahren. Jemand hat geschrieben, Jossi, vor 16 Minuten, hey, also am Anfang fand ich es noch ein wenig interessant. Jetzt muss ich sagen, es ist alles schleppend. In der Gegend überall nur noch Symbole, irgendwelche Aufbauten und vieles mehr. Es fehlt Story. Wie ihr schon sagtet, man läuft und läuft und läuft und ab und zu ein kleines Gespräch. Aber es ist Ansichtssache, bin immer froh, dass ich es mir nicht gekauft habe. Aha. Ich werde nach und nach nochmal welche interessanten raussuchen und vorlesen. Du bist noch mitten am Liefern. Ja, ich habe jetzt schon mal, weil ich bin ja jemand, der immer gern seine Routen vorausplant. Ich laufe nicht einfach dumm los, sondern wie es meinem Charakter, meinem Wesen eigen ist, plane ich alles gut. Und das ist hier auch jetzt von mir so gemacht worden. Und da seht ihr, ja, es regnet, ne? Wir haben ja zwei Aufträge angenommen. Der eine ist ja dieser Filmregisseur und das andere ist hier unten in diesem kleinen Krater. Und das ist mitten im Regengebiet. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir fahren als erstes mal hierhin zum Filmregisseur in der Hoffnung, dass wir mal gucken, sind 20 Minuten, 30 Minuten? Na, das Gebiet bleibt. Beim Regisseur bewegt sich das weg, aber hier ist es wahrscheinlich storytechnisch auch so gewollt, dass wir hier in den Regen müssen. Damit wir uns das Paket nicht ruinieren und alles, fahren wir erstmal zum Filmregisseur. So, meine Meinung. Achso. Ja, genau, da liegen immer jetzt ganz viele Sachen noch. Die lassen wir hier liegen, würde ich mal vorschlagen. Ungefähr so, und dann müssen wir von der anderen Seite irgendwie kommen, ne? So. So würde ich vorschlagen. Auch interessante Meinung bezüglich dieser ganzen Konstellation. Viele Leute gucken auch einfach nur gerne zu, aber würden es selbst nicht spielen. Das schreibt zum Beispiel Victorolosaurus. Für mich völlig interessantes Spiel, aber das Let's Play funktioniert sehr gut. Da finde ich auch, es hat irgendwie was, weil man so viel Zeit dazwischen hat. Weil man mal nicht, wie ich es von einem Kojima-Spiel erwarte, eine Cutscene nach der anderen hat. Mhm. Es gibt diese Blöcke, aber dazwischen hat man dann doch sehr viel Spiel. Ich finde, das kann man Kojima dieses Mal nicht vorhalten. Vielleicht ein Ungleichgewicht der Aufteilung so der ganzen Blöcke. Aber es ist schon viel Spiel drin. So. Okay. Muss hier irgendwie hochkommen. Mist, ey, wieso bin ich denn jetzt in die Wetterzone reingeraten? Bin ich ein Stück zu weit? Ich muss nach links wieder. Schnell nach links. Ich bin ein Stück zu weit abgekommen nach rechts durch diesen Hügelkamm. Hier ist irgendwo die Wettergrenze. Ich muss sagen, da hat jemand eine sehr schöne Theorie. Du bist noch am Fahren, ne? Ich lese sie gerade mal vor, die ist ein bisschen länger. Von Stefan Lechner. Jedes Mal, wenn Nils dem Lootwahn verfällt, denke ich mir, dass Kojima das Spiel für ihn gemacht hat. Nachdem, ja gut, das ist jetzt natürlich Fantasie, ne? Nachdem Hideo sich diverse Pen und Paper der Raketenbunden angesehen hatte, Geronimo Röder, Geronima Ratner, Rüttnerök, Geronimus, Reuderatz, ich kenne sie alle, schuf er Death Stranding, um Leute bei ihrem Wahn des Hortens zu helfen. Nach 50 bis 100 Spielstunden, in denen man Dinge, die man nicht braucht, Hologrammen bringt, die man nicht kennt, kommt man unweigerlich an den Punkt, dies zu hinterfragen. Man ist gestrandet an der Küste der materiellen Reizüberflutung und wird schlussendlich mit der Tatsache konfrontiert, dass man ein tief sitzendes Problem hat. Dutzende Kilometer weit hat man sich abgequält, den eigenen Körper zerstörend, echte Menschen ihrer Sache zu berauben, um scheinbar existente Kommunen mit Loot zu versorgen. Das Hamsterrad des Holen und Bringens, nur um dann das Gebrauchte zu Likes zu verarbeiten. Der innerliche Tod naht. Ich mag das. Es ist super. Es ist unschön. Es geht wirklich noch weiter. Es geht einfach super. Es geht super weiter. Das Bibi ist eine Metapher für das Kind im Manne, welches stets auf Neues fasziniert reagiert. Die Hologramme der Städte sind nichts anderes als das innerliche Verlangen, neue Dinge zu bekommen. Blutgranaten symbolisieren die Entschlossenheit, mit seinem eigenen Blut für seine Habe zu kämpfen. Also es geht so weiter und weiter und weiter. Also wirklich nice. Und das zeigt, finde ich, ganz gut, dass man alles rein interpretieren kann, wenn man nur will und Zeit hat. Ja, hat mir sehr gut gefallen.
It's a general. Jetzt habe ich mal eine Meinung an dich, eine Frage an dich. Viele Leute reden im Chat die ganze Zeit darüber, ja, wie kontraproduktiv das Level, die Levelarchitektur ist mit all diesen Steinen und Hindernissen. Ja. Und dass es eigentlich, und da muss ich Ihnen zustimmen, kein richtiges Fahrzeug gibt, mit dem man die irgendwie bewältigen kann. Ja. Weil man guckt dir mal an, was du jetzt gerade machst. Das ist eigentlich eine legitime Sache, aber du kommst nicht dazu, sie auszuführen, weil kein Bauplatz da ist, obwohl er eigentlich da sein müsste. Ja, und das Auto ist völlig bescheuert für eine Welt wie diese. Das Motorrad, könnte man noch sagen, da versuchen sie es wenigstens, ne, mit diesem Cross-Overlook da irgendwie. Aber um ehrlich zu sein, also eigentlich sind alle Fahrzeuge komplett Schwachsinn. Du kannst hier nicht bauen, weil du kein chirales Netzwerk hast, sagt der Chat. Na gut, dann gehen wir und jetzt dahin. Manche sagen jetzt, das ist gewollt. Ich meine, man muss es irgendwie glauben, weil es wirkt ja auch gewollt. Denen ist es ja offensichtlich aufgefallen. Aber wäre dem Spiel nicht einfach mehr gegeben und den Spielern, wenn es eben sowas gäbe wie auch Hoverbikes oder irgendwas, womit man hier drüber kann? Ganz kurz, siehst du das? Die Lava-Aktivität? Nee, die 10 Meter hier, die gefehlt haben, um in den Akkubereich reinzukommen. Ja, ja. Aber es ist halt auch, es ist nicht deine Schuld. Schuld des Autos. Okay. Ja, zu Recht sagt Rockley, an sich macht es so aber auch Sinn, weil erst wenn man die Straßen und Routen erschlossen hat, sollte man schneller vorankommen. Für mich? Ja, das stimmt natürlich, aber es ist halt echt, teilweise ist das Gelände halt einfach unfassbar nervig. Bitteschön. Awesome. Los. Awesome. Okay. 1,5 Sterne. Dafür würde ich jetzt nicht hinlaufen. Ah, das berüchtigte chirale Netzwerk. Ich probiere es mal aus. Aber nur das Netzwerk. Die OCA sind eine andere. Wenn wir den jetzt für unsere Sache gewinnen. Du kannst mich doch anschließen. Ja, sehr schön. Dann mal los. Sehr schön. Das ist gut, das ist wichtig. Vielleicht kann ich jetzt mein Auto noch retten. So, guck mal hier, haben wir wieder welche angeschlossen? Mega nice, neues Gebiet hier, bam! Unaufhaltsam. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hm, interessant. Über den OCA-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Ja. Ich habe hier etwas für dich. Ein kleines Dankeschön. Hier, nimm. Ich bestehe darauf. Gib mir das. Das soll alles so sein. Oh, eine neue Brille, Simon! Das wird aber auch echt Zeit. Die wollen uns einfach was damit sagen. Das ist halt. Weil ich überleg mal, du hast eine Sonnenbrille, von der du glaubst, dass sie mega cool ist und trägst sie mit Selbstbewusstsein. Und dann kommt ein Typ und schenkt dir eine neue Brille. Was nimm ist, sie doch. Ja. Was ja, ist das? Aber ich habe doch schon eine Sonnenbrille. Ja. Genau. Vielen Dank. Ach, ich finde find das schon ganz cool. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. So, was gibt es hier noch für Aufträge? Standardaufträge, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir brauchen jetzt erstmal so eine Aufladestation, damit wir mit unserem geilen Humvee wieder wegkommen. Ach, guck mal! Ach, das ist ja mega! Jetzt sind ist das ganze Geröll weg! Guck mal! Aber wie ist das jetzt passiert? Wie hast du das gemacht? Ja, dadurch, dass wir ins Netzwerk angeschlossen sind, hat sich das Terrain verändert. Ah, okay, also auch die Hindernisse, die Hürden sind ja verschwunden. Das und das ist Auto ist auch vollgeladen. Das haben die schön gemacht. Oh, mega, ey, das hat sich ja voll gelohnt. Oh, voll gut. Okay, Zeit zu gehen. Ich bin sehr erfreut über diese Situation. Da ist auch eine Brücke. Guck mal. Sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir leider, so leid mir das tut, ins Regengebiet. Und bevor ich das jetzt mache, werde ich jetzt einmal kurz nochmal dahin fahren und die Metalle und so recyceln, weil ich keine Lust habe, die jetzt komplett damit ins Regengebiet zu schleppen, wo die wieder Schaden nehmen. Und da wird es auf jeden Fall wieder irgendwelche Kämpfe geben. Deswegen nehmen wir mal
Na, die lasse ich drin. Die Sachen mit. Und die recycle ich jetzt mal. So. Granaten haben wir ja zum Glück einige eingepackt. Willkommen, Sam Porter Bridges. Dankeschön. So, Terminal. Recyceln. Und dann hier, wo seid ihr da? Bam, bam, bam. Bam, bam, recyceln. Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank für die Unterstützung. Bitteschön. Okay. Guck mal hier, was haben wir da wieder Tolles zur Verfügung? Das sieht auch gut aus. Okay. Vielen Dank für deinen Beitrag. Bitteschön. So, und jetzt suchen wir uns mal eine schöne Route aus. Dass die nicht auf die Idee kommen, diese Dinger mit einem Dach zu bauen. Dieser Leichentransporter, weißt du noch, der hatte so ein Dach. Ja. So, da ist quasi jetzt hier unsere nächste Station. Sammy, da müssen wir hin. Mal gucken. Gucken wir uns mal das Terrain wieder an. Ist hier irgendwas? Hohe Gebirgskämme auf jeden Fall. Wo ist denn da der beste Eingang in den... Da. Das ist der beste Eingang in den Krater. Das heißt, wir müssen erstmal dahin. Und dann am besten... Ja, was ist hier? Wie hoch ist das? Das geht auch. Okay, wenn wir bis hier fahren, dann fahren wir an diesem Kamm entlang. Und hier ist der Eingang. Das heißt, okay, pass auf, erstmal wieder alles wegmachen. Sam, wir fahren ungefähr bis da. Dann von hier bis hier, so. Ich würde sagen, bis hier. Von hier kommen wir in den Krater rein. So, das sieht doch mal ganz gut aus. Ich hoffe, das funktioniert. Dann wollen wir mal schauen, okay. Kennst du auch so diese Szene aus Ja, klar, aus dem Pause. So ist das hier gerade. Oh, da habe ich zwei sehr kontroverse, unterschiedliche Meinungen. Die werde ich kurz mal vorlesen. Nighty schreibt, Death Stranding ist einerseits total langweilig, aber dann auch irgendwie interessant. Schwierig! Und Six Arts schreibt, ich muss gestehen, dass mich das Spiel irgendwie, ich nenne es mal, nervt. Auf der einen Seite provoziert es diesen Eindruck der Einsamkeit, dann ballert es einem diesen Mitteilungsterror zu, in dem jeder Mist 35 Mal wiederholt wird. Oh. Die Physik ist teilweise wirklich lächerlich. Der hat eben beschleunigt, ich habe null beschleunigt und der macht einen Boost auf einmal. Ich weiß nicht genau, ich traue mich nicht weiterzulesen, weil jetzt kommen wir noch... Alter, jetzt hat er keinen Saft mehr. Das ist zum Kotzen. Es tut mir echt leid für dich. Ey, ich schwöre dir, auf einmal boostet der... Also, ohne Grund. Boostet der einfach. Ohne Grund. Okay, das sieht alles gerade sehr scheiße aus. Ach, Nils, du findest aber auch echt alle schwarzen Löcher in dieser Map. Können wir die Map rauslassen? Ja, lassen Sie noch einmal den Map-Tester, den Lochprofi rüberfahren. Der findet dann noch die zwei, drei Bugs. Probieren nochmal neu auszusteigen. Oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt so dumm. Warum, du dummes Spiel, ey? Das gibt's doch nicht. Nils ist ein Meisterwerk, sei ruhig. Jetzt häng ich hier original fest. Erst macht er einen Boost, wenn ich ihn nicht will. Und jetzt häng ich hier, Jeff Bridges hängt in einer Brücke. Das ist so Meta, Alter. Das war geplant, das ist gescriptet.
bin wirklich. Ist es wenn du durch? Offline gehst, nee, dann ist die Brücke weg. Ja, das willst du aber auch nicht. Na gut, dann kann ich mich wenigstens bewegen. Okay, pass auf, ich probiere es mal. Ich probiere mal meine ganze Last bei ihm irgendwie abzuliefern. Vielleicht kann ich dann, wenn ich alles ins Auto lege, habe ich vielleicht nichts mehr. Bestenfalls hast du nichts mehr, was dann so hängt. Ja. Ich habe aber noch hier, ich will kurz nochmal vorlesen. Auf der einen Seite provoziert es diesen Eindruck der Einheit, dann ballert es einen dieser Mitteilungsterror zu, bei dem jeder Mist 35 Mal wiederholt, dann nochmal wiederholt und stumpfsinnigst von irgendwas geliked wird. Das ist der schlimmste Social Media Terror. Bin immer froh, wenn diese beiden Dödel alleine, ich glaube, der meint, hat er uns gerade beleidigt? Alleine durch die Pampa stolpern und sich einfach ein wenig normal, extra in Anführungsstrichen, normal unterhalten. Hey. Also, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Tut mir leid, ich rede über dein Drama einfach drüber. Weil dieser Social-Media-Part, dass Dinge wiederholt werden und Likes eigentlich banal sind, ist ja doch wichtig. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt am Ende für alles eine zufriedenstellende Erklärung bekommen. Ich drehe durch. Ich will mich abmelden. Kann man mal hier eben kurz mal offline, ich gehe jetzt mal ins System gleich. Ich gehe jetzt mal ins PlayStation-Menü und mach uns kurz mal offline, ja? So, können wir mal kurz auf Vollbild gehen? Dankeschön. Ganz ehrlich, das ist doch einfach nicht mehr Netzwerk. So, zack, Internet verbinden, tschüss. Es ist nicht deine Schuld. Guck mal, ist die Brücke weg? Nee, ist immer noch nicht weg. Kann die Brücke mal bitte weggehen? Ich bin nicht mehr online. Ich schwör's dir. Guck mal, ja, ich glaube es dir. Das glaubt mir ja keiner. Wahrscheinlich, weil die eingespeichert ist jetzt im Cache oder so. Du müsstest das Spiel vielleicht neu starten. Oder so. Wie? Das glaubt mir keiner. Ich park da so, wenn ich das gewollt hätte, dass ich mich einklemme. Ich hätte das nicht hinbekommen. Ich hätte mein Geld auf dich gesetzt, Nils. Jetzt bin ich hier original. Es ist doch egal. Du bist der Wal, der gestrandet ist. Der kann auch nichts mehr machen. Der muss sich damit abfinden. Du kannst es nicht ändern, Nils. Warte mal, so, pass auf. Brücke. Kann ich die löschen? Aber du hast doch die Mission erledigt. Danach wurde doch gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt lädst, müsstest du doch eigentlich, ne? Mal probieren, ja. Das ist eine gute Idee, aber trotzdem. Was haben wir denn da? Wie spät ist es denn jetzt? Simon Kretschmer. Wie spät ist es? Wie spät? Naja. Das ist egal eigentlich, ne? 16.19 Uhr. Wir haben also eigentlich nur noch 10 Minuten. Also, das müsste reichen, um halt nochmal zu gucken. Wie ist heute der 14.11.? Wieso stehen? Okay, denn das müsste ja der da sein, oder? Das müsste ja der Oberste sein. Ja. Sammeln alte Teile. Ja, guck mal, da haben wir nicht so viel verloren. Die alten Teile und die alten Teile war doch auch die Mission. Ist doch gut. Na gut. Cool! So. Ey, aber du kannst die Brücke abbauen, dann ist sie für dich weg, für andere Spiele aber nicht. Naja, ich will das nicht in Schutz nehmen. Ich sage nur, wir sind ja selbst schuld, dass wir stecken bleiben, wenn wir mit einem Wagen, der nicht dafür gedacht ist, durch bergiges Gebiet fahren. Das sind halt nur mal wir selbst schuld dran. Das kannst du nun wirklich nicht dem Berg vorhalten. Aber man hätte halt laufen müssen. Aber Mr. Fuhrpark hier will ja keinen Schritt mehr tun, seitdem er Reifen entdeckt hat. Siehst du gut? Der Schniesel ist jetzt hier schon angeschlossen. Ja. Gut, dann kann ich jetzt. Kein Wunder, warum Kojima zur Filmindustrie wechseln möchte. Ja, Lifeline. Da hat man solche Probleme natürlich nicht. Da hat man auch nicht so Reviewer, die das dann nicht hinkriegen wie wir und sich dann beschweren. Da hast du nur what you see is what you get. Und wir haben tatsächlich sogar noch was bekommen auch. Nämlich 15 Minuten mehr. Wir haben jetzt 25 Minuten, Nils. Das ist gut. Das müsste für die eine Mission doch noch reichen. Thank you. I love you. Jetzt gucken wir nochmal, das haben wir nämlich eben nicht gemacht, ob es zufällig noch einen Auftrag gibt, der auch in dieselbe Richtung führt. Lake North City und Handwerker. Ja, das machen wir jetzt nicht. Erstmal nur den anderen Auftrag. Meine Güte. Ich glaube, jetzt rollt uns die Regie auch gerade. Nein, Max. Jetzt kann hier jeder nochmal schön. Warte, ich gehe jetzt nochmal online. Also, Max sagt, du wärst klug. Ja, nachdem er das gesehen hat. Warum sagt Max nichts zu mir? Ja, weil
Simon hat die, er hat, ich mache mal das Vollbild, Leute. Ich meine, wenn du sagst, du bist klug, weißt du, was du damit eigentlich sagst, Max? Nein. Du sagst damit eigentlich, Simon ist ein Volldepp. Nein, du verstehst ich hab nicht. Ich habe nicht mal den Controller in der Hand. Ich erkläre dir die Geschichte. Max, Max, der sitzt doch da drüben. Möchtest du deine eigene Realität weiterleben oder willst du die Geschichte hören, die ja, okay. sich zugetragen hat? Der Timo hat's gerade wieder gut gemacht. Timo ist ein Guter, ne? Ich bin dumm, aber sexy. Damit kann ich leben. Ja, ich weiß nicht, ob du... Da haben ganz andere schon viel mehr mit erreicht. Ja, als kluge Leute. Meistens... Albert Einstein war ein sexy Motherfucker. Sicherlich nicht der klügste von allen. Aber den kennt man heute noch. Wegen seiner Zunge. Das stimmt. So. Die Steuerung ist auch so... Diese Reifen, ne? Das ist alles... Ey, ich wünschte, du würdest das auch mal machen. Einfach, das, damit du mal du musst checkst, reifen. Wie das ist. Du musst reifen. Damit das du das mal checkst, wie das ist. Niemals. Wird keine Sekunde dieses Spiel spielen. Ich bin so froh, dass dieser... Elch an mir vorübergegangen ist. Dieser Elch. Ah ja. So, diese Brücke, die ich so sehr verachtete. Wieso lädt die sich nicht auf dieser Brücke nicht wieder auf? Ich muss jetzt mal hier so ein Ding bauen. So, mach mal. Kann ich jetzt hier? Wehe, es geht nicht. Dann hätte ich es da drüben machen müssen. Doch, geil. Dann werde ich diese... Da kriegt er aber keinen Strom, oder? Der fungiert hier nicht als Generator, der Kollege hier, oder? Da steht aber Generator. Nee, das ist der Generator, den du dabei hast, okay. Ja, ja, aber ich meine... Ja, ist scheinbar das Stromnetz, ja. Ja, gut, das ist auch, ne? Hast du eigentlich deine Schuhe mal ausgetauscht? Nee. Die hast du, glaube ich, schon ziemlich lange an. Ja, aber ich. Also, er hat ja eben auch nicht aufgeladen, oder? Lädt er jetzt hier auf? Nee, er lädt nicht auf. Ich muss so ein Ding bauen. Lädt nicht auf. Ich muss es jetzt hier bauen. Weil es mir tut. So, hier baue ich das jetzt. Dicht genug dran. Tschüss, mir egal, baue ich jetzt. Los, bau das, lad mich auf. Ich glaube, da freuen sich Leute auch, ganz ehrlich. Wenn da hier direkt neben der Brücke so ein Ding ist, die Leute freuen sich. Also wir würden uns auch freuen. Ja, ist doch so. Wir sind nicht die Einzigen, die da leer ankommen. Ja, aber von diesem Ding erwarte ich mir eine Menge Likes. Die größtmöglichen Likes erwarte ich mir davon. So. Okay. Ja, ach so, diese Geschichte. Max hat das geschrieben. Weil wir uns unterhalten haben, dass ich in diesem Spiel extrem dumm rüberkomme. Wirklich wie so ein richtig dummer Typ. Und dann habe ich ihm versucht, wie ich euch das auch versucht habe zu erklären, dass es nicht so einfach ist. Ich rede mit euch, ich rede mit ihm. Wisst ihr, wie das ist, wenn man einen Simon neben sich hat? Du redest doch gar nicht mit mir. Es ist unmöglich. Wenn man zu Hause sitzt, kann man 100% seines Intellekts auf dieses Spiel fokussieren. Aber ich werde hier einfach permanent angezapft. Aber ich helfe dir. Meine Kapazitäten werden umgeleitet. Ich bin auf 30% hier. Aber ich sag so wichtige Sachen wie Akku. Der Chat sagt Akku. Das war vor 5 Minuten. Ja, aber Akku. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Chat Akku sagt. Ja, Akku. Was ist das überhaupt? Was ist dieses Akku? Ich weiß es nicht. So, Leute. Guck mal, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Wo ist meine... Ach, ich habe ja meine Route gar nicht eingezeichnet. Ja, weil wir neu geladen haben. Ist ja auch, ist doch gut. Aber ich weiß ungefähr noch, wo wir das... Alter, wie lange wir brauchen für diese fucking Mission, ey. Das war Entschuldigung. Ungefähr, das gibt's doch nicht. Ist der See... 2 Stunden für Missionen, die das geht, das darf nicht so lang. Wir sind die Schlechtesten. So. Kojima guckt sich die Statistiken zu seinem Spiel an und sagt ungefähr. Hey, da. Hast du nicht mehr? Hat ja nicht. Hat ja der Rocket the Pizza. Akku. Du bist ein Rocket the Pizza. Sagt er die ganze Zeit. Alle so, ja, das sind die Deutschen, das sind die Rocket Beans, die kennt man. So, guck dir das an. Da hakelt er wieder rum. Was ist das? Verlorene Fracht? Ein Schachspiel. Ach komm. Das nehmen wir mal mit. Regnet's schon? Oh ja, shit, es regnet schon. Ein Grund mehr, schnell nochmal. Das war kein guter Zug von dir. Das Schach. Aber warum? Ja gut, für die Kinder. Ja, wusstest du, alle guten Strategen spielen Schach. Oder Matthäus. Aber eigentlich komisch, dass er Schach und nicht ein Go-Spiel oder so genommen hat. Ja. Als Japaner. Ja, gut, er hätte ja auch.
das japanische Reich nehmen können. Okay, es ist ein genereller Anbiederungsversuch an, ja, an die USA. Oh! Ja, dass wir hier durch die Regenzone mussten, war ja schon von vornherein klar. Wir haben Gesellschaft. Weiß. Da hinten ist ein Unterstand. Jemand sagt, wir sollen mal manuell abspeichern. Das würde gleich nicht mehr gehen. Ich kann nicht hier jetzt speichern. Ich gebe es nur weiter. Ich weiß ja nicht mal genau, ob man im Auto speichern kann. Da. Aber das war ja genau die gleiche Geschichte, wie ich das vorhin ja auch hatte. Also gestern auch hatte. Wenn Gefahr im Verzug ist, dann... Death Stranding ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ach, Daniel. Das ist Lukas Podolski übrigens, nicht Daniel. Schade, dass Lukas... Ist das so? Ja. Das hat er nicht wirklich gesagt. Doch. Aber das ist so... Das hat er nicht wirklich gesagt. Das glaube ich nicht. Er hat Lukas Podolski einen guten Gag gemacht. Lukas Podolski hat einige gute Gags gemacht. Ja, ja. Kommen wir uns mal darauf einigen, dass ich euch jetzt mal töte. Böhmermann war's? Als Podolski? Das kann sein, ja. Böhmermann hat ja mal die Podolski-Parodie gemacht. Da kannte man Böhmermann noch nicht so. Da war er noch nicht so berühmt. Podolski war sehr berühmt. Und, Also, wenn ich Podolski karikiere, dann werde ich auch wie Böhmermann, was? Naja, vielleicht, also erstmal musst du es können. Und dann wäre es ja auch eine Option, dass du jemanden, also dass du nicht so gut bist. Cut straight to the point, ne? Ach komm, dann kenne ich ihn. Er wird es eh morgen vergessen haben. Jetzt kriegt er mal eine Dosis Wahrheit. Genau wie er hier. Mal schön. Eine Blutdosis Wahrheit. Danke, Nils. Das passt total gut zu dem, was ich hier im Chat dann immer lesen muss. Das mit Go war dann doch mal ein heller Moment von Simon. Siehst du, das ist die Gemeinheit, die ich hier von beiden Seiten, offline wie online, jeden Tag ignorieren muss. Ja. Oh, der Simon, das ist ja wieder nicht professionell, dass er den 120. dummen Gag einfach nicht ignoriert. Komm, mach ihn jetzt. Perfekt. So, seht ihr, bin ich mitten im Game. Bin dabei. Also, was ist denn jetzt? Kann ich auch weiterfahren, oder? Sieht gut aus, ja. Sind wir uns jetzt einig, dass jetzt hier... Dein Butterfly-Messer zeigt auch in eine andere Richtung. Gut. Dein Butterfly-Messer? Aber kannst du nicht. Na gut. Gibt's da irgendwas für? Likes? Liebe? Punkte? Weiß es nicht. Zeigt der Strang mal an, wo der verheiratet ist mit wem? Oder? Also wo der nächste ist? Muss der nächste sein. Wie viele. Also. Sind die auch irgendwann mal dann halt auch weg oder sowas? Oder sind sie theoretisch? Ja, ich denke, du vertreibst sie nur. Ja, das wäre schon lame. Also, wenn die jetzt. Das ist eine gute Frage. Hab nicht komplett reingeschraubt. Oh, ich warte noch. Entschuldigung. Ich weiß nicht, dass du schon wieder in GD-Gebiet gelandet bist. Guckst du überhaupt noch zu, was ich hier mache? Nee, ich versuche einfach die Brücke. Ich versuche, dein Bridge-Baby zum Chat zu sein. Ich hatte den fast. Ich höre noch eine Blutgranate. Ist das eine Blutgranate? Tschüss.
Kannst mir ruhig mal gestohlen bleiben. Hier vielleicht noch was, wo du mal drauf antworten kannst. Hab nicht komplett reingeschaut, sagt Chris Maddock. Was sagen die Jungs? Gefällt es ihnen schon sehr viel besser als in den ersten beiden Folgen, Nils? Sag du doch mal was dazu. Ja, also wir stellen uns jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen weniger dumm an. Sorry, ich kann gar nicht. Na, wir werden zumindest nicht mehr so oft gegrapscht und. Oh! Ja, gut, aber das hat er automatisch gemacht. Sobald du aussteigst, nehme ich an. Ja, ich hatte nicht die Zeit, den noch zu schmeißen. Kann aber auch am lauten Bibi liegen. Alter. Hast du es gesehen? Entweder bin ich da reingerutscht, weil das Spiel so dumm ist. Oder. Lieber Liebkraft, der du wartest auf Rage, warte einfach noch 15 Minuten. Du bist schon in der richtigen Stimmung für diese Sendung, aber vielleicht gefallen wir dir ja auch. Vielleicht bist du ja überzeugt, auch beim nächsten Mal einzuschalten bei Death Stranding, dass 15 Minuten länger geht, nur um euch Ärger zu machen. Kann man das Fahrzeug selber bauen, fragt Alex Livingstone. Nein. Also mal, oder? Also bisher zumindest nicht. Man kann ein Motorrad haben und man kann den Truck haben und man kann ein Hoverboard haben. Laut Pampos ja. Gibt es eine Möglichkeit, die Granaten über die Weite zu werfen und nicht nur über die Höhe. Also du machst es ja eigentlich schon völlig legitim so. Kannst ja mal ausprobieren. Es gibt wohl noch irgendwie eine gerade Möglichkeit. Ich glaube, es war R2 oder R1. Weiß nicht genau. Okay, hier durch den Canyon durch. Jetzt wieder hier rechts. Du hast vorhin angefangen zu erzählen, wie es dir gefällt und kamst nicht mehr dazu. Meintest, wir stellen uns nicht mehr ganz so doof an wie am Anfang. Ja. Ich kann noch hinzufügen, dafür gibt es jetzt auch viel weniger Cutscenes, was ja auch nochmal das Gleichgewicht besser herstellt. Also die Aufträge sind natürlich irgendwie auch ein bisschen langatmiger. Man muss sie ein bisschen planen. Am Anfang war das natürlich alles noch ein bisschen Tutorial. Dementsprechend ging das auch schneller. Gab es noch nicht so viel Gegner und so. Strecken waren einfacher. Jetzt muss man sie besser planen. Also, ja. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig sicher. Hat sich deine Meinung denn verbessert? Ich würde es alleine nicht spielen, sagen wir es mal so. Alleine wäre mir das zu doof. Wenn du nicht hier wärst und die Zuschauer nicht da wären, würde ich es nicht spielen. Ich weiß, ist das Auskunft genug? Das ist Auskunft genug. Ich muss nur sagen, ich hätte gerade dir noch zugetraut, dass du das halt, weil du spielst ja auch Fallout und so, dass dir halt diese Ödnis durchaus was gibt. Also, dass du da gerne durchläufst. Aber ich will dich ja nicht überreden. Ich find's ja interessant. Und das war eine gute Antwort. Steh ruhig dazu. Was ist denn jetzt schon wieder so? Also, ich sag nicht, dass mir das jetzt keinen Spaß macht. Das hast du ja nicht gesagt. So, ne, das jetzt hier zu spielen. Aber, also zum Beispiel Sekiro oder auch Demon's Souls. Also Demon's Souls hätte ich auch nicht alleine zu Hause gespielt wahrscheinlich, wenn wir das nicht damals angefangen hätten mit dir zusammen. Also das muss nicht immer was heißen, aber das motiviert halt auch, wenn man dann spielen muss, dann zu Hause hat man eine andere Option sozusagen. Ja. Ja, es ist ja klar, sagen ja auch viele. Einige sagen, das wäre eine optimale Situation hier, weil sie selbst nicht spielen würden. Andere sagen, das ist ein Spiel, das muss man zu Hause alleine spielen. Beide haben, glaube ich, Gründe dafür. Aber ich finde es schön, ein Spiel über das Netzwerken, über das Connecten zusammen zu spielen mit dem Chat. Das ist eigentlich, finde ich, schöner. Aber das ist auch mehr so eine Meta-Sache. Ich finde das Spiel immer noch cool. Hat sich nicht viel geändert. Ich hätte wahrscheinlich für diese Zwischendinger wenig Geduld, würde wahrscheinlich einfach nur stringent die Story abarbeiten und auch immer über die Straße fahren und so, einfach weil es dann doch nicht so viel Neues bringt, aber ich glaube, die Story würde mich motivieren weiterzuspielen, aber ich würde es eher so, mich so durchquälen gegen Ende hin.
habe ich das Gefühl. Macht die Missionen jetzt nicht mit so viel Spaß, weil sie sind ja auch nicht abwechslungsreich. Ist ja wirklich nicht so, mach hier ist ein Monster, mach das mal platt, das ist neu und gefährlich und anders, sondern immer ein Paket, immer irgendwas zu liefern. Naja. Gibt es eigentlich schon was Neues zu Dark Souls 2 mit Simon und Nils? Eddie meinte mal, es gibt einen Deal, er zockt Metal Gear Solid, du dann Dark Souls 2. Wie dieser Deal einfach von Spiel zu Spiel weiter. Demon's Souls, nein, Dark Souls 1 meine ich. Ich meine natürlich Dark Souls 2. Beides wird nie passieren. Also ich werde Dark Souls 2 nicht spielen und, also du vielleicht Nils, ich weiß es nicht, irgendwann mal, aber ich nicht. Und Eddie wird sicherlich auch nie Metal Gear Solid spielen, obwohl ich der Ansicht bin, gerade der zweite Teil wird ihm schon Spaß machen. Aber naja, ist ja egal, komm. Okay. Versuch hier. Sorry, dass ich nicht so hundertprozentig. Gut, dass du das managst, aber ich bin hier echt gerade so ein bisschen. Viele sagen auch schon eine Weile, seit Stunden, wenn wir dieses Kapitel, diese Episode abgeschlossen haben, würde es. Ich sag mal. Da, guck mal. Ein bisschen schneller vorangehen. Müssen wir das alles hier aufsammeln oder was? Alter, wollt ihr mich verkackeiern? Das muss ich nicht alles sammeln, oder? Alter, ist das. Come on, ernsthaft. All die Sachen, ey. Alles, was hier im Krater ist, muss ich einsammeln. Das schaffe ich ja auch ohne Auto überhaupt nicht. Musst du? Also, das sind auch Quest-Items gerade. Ja. Ja, du musst hier nur alte Teile und nur 60 Kilo. Vielleicht brauchst du ja nur 2 oder 3. Ayo Jung, ihr spielt es für die Klicks. Nein, das ist auch nicht richtig. Nein, ich meine nur, dass das ist, wenn ich, was nicht ich das meinte ist, wenn ich hier spiele mit dem Chat zusammen, mit dir zusammen, dann spiele ich das ja auch gerne. Da ist er. Ich meine nur, dass zu Hause würde mir die Ruhe fehlen. Und hier habe ich einen Slot, wo ich weiß, okay, ich kann das jetzt hier spielen mit dir zusammen. Und dann ist es auch cool. Aber ich glaube, so diese Langatmigkeit alleine zu erleben, ohne das irgendwie zu teilen und sich mal auch mal abzufacken und so. Ich weiß nicht genau, ob ich das so machen würde in der Form. Ey, wie gesagt, du brauchst hier nicht rechtfertigen. Ich kann das alles irgendwo schreiben. Ich kann viele von diesen Meinungen schon verstehen. Das hängt, glaube ich, eher. Das Spiel sagt eigentlich mehr über den Spielenden aus und womit er zufrieden ist, was er sich erwartet, als über das Spiel selbst. Ja, und da ist unser Auto. Wie komme ich jetzt am besten hin? Das sind ja, ich finde es auch interessant, manche Leute fühlen sich extrem getriggert von dieser Social-Media-Nummer. Wieder andere fühlen sich von irgendwelchen, ne, von der Umgebung getriggert oder wie man da nur rumläuft. Es ist schon interessant, dass es ganz unterschiedliche Anknüpfpunkte gibt für alle. 110 Kilogramm müssen wir. Ach so, ich dachte, es wären 160 gewesen. Wie viel haben wir denn jetzt? 30. Fuck. Das heißt, wir müssen noch 3. Noch 2 Granaten. So. Granate. Boah, ey, das ist hier schon bedrohlich, muss ich sagen. Das ist eine interessante Aussage. Ich will die damit nicht bestätigen, dass ich sie vorlese, aber ich finde, es ist zumindest ein solider Punkt, über den man nachdenken kann. Und zwar schreibt Barty Madness eine crazy mad Meinung. Ohne Konami als Filter hat das Kojima halt nicht drauf. Ich finde die Idee interessant, das ist ja bei Filmen auch oft so. Man sieht ja jetzt bei The Irishman, geht 3,5 Stunden, weil Netflix natürlich sagt, Alter, du darfst hier alles machen. Insofern
Ja, es ist, manchmal ist es gut, wenn jemand noch mal drauf schaut mit einer neutralen Sicht, mit einem klaren Kopf und sagt, pass auf, alle unsere Forschungen der letzten 100 Jahre belegen, dass Leute folgende Dinge nicht mögen und da dann abschalten oder so. Und naja, so werden ja Filme auch gemacht. Und manchmal kann das schon von Vorteil sein. Konami würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass die wenig bis gar kein Interesse daran haben, irgendeine Vision umzusetzen. Das zeigt ja die Art, wie sie mit Metal Gear Solid und Kojima umgegangen sind. Schwierig. Ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, diese Filteridee. Weil bei manchen Entwicklern würde ich behaupten, ist es ein Vorteil, dass sie noch mal gefiltert werden. Bei anderen wahrscheinlich ein Nachteil. Ja, ich habe gerade festgestellt, die Pakete haben unterschiedliche Größe. Warte, 0 von 60 Kilogramm beschafft? Warte mal. Okay, also vielleicht haben wir doch noch 10. 50, meine ich, haben wir. Eine Frage, die mich auch interessiert. Von Socke. Socko? Hallo? Was? Moment, Baby muss ich kurz mal gucken. So. Ob wir Neo 2 spielen werden? Das frage ich. Ja, ich werde es. Das liefert mit 60 Kilo oder mehr. Was werde ich spielen? Neo 2, wärst du denn dabei? Als jemand, der den ersten nicht kennt? Der zweite soll ziemlich genauso sein. Also, ich kann dir sagen, es wird sehr viele Endgegner geben. Viel mehr Waffen. Gefühlt. Ja. Also, als das, was man so von Dark Souls kennt, sag ich mal. Mhm. Und Sekiro. Mhm. Mal kurz Baby beruhigen. Was soll ich sagen? Ja, also ich spiele es natürlich nicht alleine, aber wenn du spielst, würde ich mich dazusetzen. Was hältst du davon? Ja, ich frage ja nur, weil ich finde das gut. Ich fände es schön, wenn du dabei wirst. Also, Neo 2 werden wir auf jeden Fall anspielen. Ob wir es durchspielen, würde ich sagen, machen wir vom Erfolg abhängig. Das ist auch eine krasse Aussage, ne? Laut Kojima soll das Spiel ja auch erst ab der Hälfte Spaß machen. Hat das Kojima wirklich so gesagt? Weil ich glaube, das ist so eine Äußerung, die man lieber mal noch mal durch die PR-Abteilung laufen lassen sollte. Oh, Simon, kannst du die Story von Metal Gear Solid 2 bitte in 3 Sätzen zusammenfassen? Nein, aber das Gute ist, dass Metal Gear Solid 2 viele Themen anschneidet, die auch Death Stranding anschneidet und die heute immer wichtiger werden, nämlich das Thema Information, Vernetzung und Akkumulation von Informationen, die dann nämlich in Macht umgewandelt wird. Ist ja so. Wer die Information hat, hat die Macht. Das stimmt. Und das Krasse bei Metal Gear Solid 2 ist, und das wirklich, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach, weil es so smart ist. Und das ist wirklich, da zeigt sich wirklich, dass Kojima ein Genie ist. Oder die Leute, mit denen er arbeitet. Ich will es gar nicht auf ihn abwiegeln. Aber die haben Dinge vorhergesehen, die 10, 15 Jahre später erst in den Mainstream gekommen sind. Das muss man erst mal schaffen. Da kenne ich niemanden in der Games-Industrie, der so weit vorausblickend Dinge gesehen hat, Gefahren gesehen hat und die so philosophisch verarbeitet hat. Kann an der japanischen Popkultur mit seinen Animes sein, wo die Themen schon hundertmal durchgekaut sind, kann daran liegen, aber holla die Waldfee. Das wird jedes Jahr geiler, was da so am Ende von Metal Gear Solid 2 alles abgeht. Das waren meine 3 Sätze. Sehr gut. Simon, wir haben es gleich geschafft mit dem jetzt wimmelt es überall von diesen Pimmeln, ey! Das ist echt mit Abstand hier gerade die nervigste Mission. Das tut mir leid. Ich glaube, wir haben aber genug, um die Mission zu erfüllen. Wir müssen nicht alles. Ich hau jetzt hier ab. Genug wäre auch ausreichend, denn wir haben auch leider weniger Zeit. Ja, ich weiß. Eher gar keine mehr. Scheiße. Und im Chat werden schon die ersten Mistgabeln angezündet. Ja, Leute, das ist doch jetzt egal. Seht ihr nicht, dass ich hier um mein Leben kämpfe, ey? Rage kann sich mal gehackt legen. Im Ernst, das ist, wie unsensibel kann man sein? Einer kämpft hier ums Überleben und der andere zündet Mistgabeln an. Also. Nicht mal mehr, guck mal. Ich glaube, wir haben jetzt genug. Okay. Müssen wir nur noch an eine Stelle kommen. Ich kann hier nicht speichern.
Okay. Moment. Umdrehen. Simon Sanone, was heißt das denn hier? Simon und Nils, ich habe euch ja seit Giga nicht mehr gesehen. Wir sind aber nie weg gewesen. Du warst einfach blind. Für unseren Content. Dann viel Spaß beim Durchsuchen der mehreren hunderttausend Stunden mehr oder weniger gelungenen Content, ne? Ich empfehle Beef, Almost Dailies, alles mit mir und alles mit Nils. So. Ja, One-on-One zum Beispiel kann ich sehr empfehlen. So. Okay, jetzt machen wir nochmal bis hier, ne? Tutu Fuzzi sagt was sehr interessant. Ich könnte sicher sein, dass bei Kojima Productions niemand gesagt hat, naja, ich weiß nicht, Herr Kojima. Das stimmt. Es gibt natürlich in den eigenen Firmen der Star-Entwickler immer ganz viele Yes-Men. Das ist logisch. Aber ich denke, ein Publisher, der will Geld verdienen, der hat wenig Geduld für hohe Ausgaben. Ich kann mir vorstellen, dass die eben dann schon gerne mal gesagt haben, nö, jetzt reicht's. Nö, es reicht einfach. So war es ja dann auch bei Metal Gear Solid 5. Was ja zum Bruch auch geführt hat, tatsächlich. Rutsch, rutsch, rutsch. Ja. Ich finde, das ist mit Abstand die beste Mission. Da war irgendein komischer Schatten gerade. Die wir heute gemacht haben. Das ist nicht schon scheiß die einzige. Ja, aber. Einzige Mission, die wir gemacht haben. Das war richtig gefährlich und angsteinflößend. Ich habe auch nicht mehr viel Akku. Dein Baby ist im roten Bereich. Was? Ich hab's doch gerade schon geschüttelt. Hast du schon? Nee, Entschuldigung, dann hänge ich ein bisschen hinterher. Entschuldigung. Aber danke für die Infos im Chat. Ja. Deswegen habe ich doch gerade gesungen. Das war ein Beruhigungslied fürs Baby. Habt ihr gedacht, ich bin verrückt oder? Ja, jetzt wo du es sagst, du hast es gemacht, stimmt. Das ist einfach für mich so normal für mich, dass du ein Baby dabei hast. Ja. So, okay, wir sind gleich, sind wir hier durch und dann speichern wir auch ab, beziehungsweise geben den Slot hier frei für unsere Freunde von Rage of Empires. Es ist natürlich jetzt Quatsch. Ich könnte hier nicht speichern und dann müsste, also jetzt vielleicht schon, aber wir sind ja eh gleich da. Und dann wäre das albern. Dann müsste ich hier allein noch sitzen und dann könnt ihr auch bitte bei mir bleiben. Und gleich geht's weiter, Leute. Oh nein, 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 nein. Warum sind denn hier schon wieder so Typen, ey? Ich weiß ja nicht, wie es ist. Oh. Liebe Regie, gebt uns doch mal eine kurze Ansage, ob ihr euch diese Qual weiter angucken wollt. Oder ob wir eventuell schon bei Rage die Möglichkeit haben. Mir klappt gleich der Kiefer aus, ey. Munter. Okay, da waren mehrere Leute. Das wusste ich ja nicht. Ich dachte, die sind ja in Berlin. Das habe ich vergessen. Ich dachte, die sitzen da oben. Aber die sind ja in Berlin. Ja, okay. Pass auf, es ist nur noch ein kurzes Stück. Das fahren wir jetzt alleine, Simon und ich. Na gut. Und, oder auch nur Nils. Nein, Simon und ich. Und dann, ich guck mal, Spanien kann ich nicht. Und dann, jetzt viel, viel Spaß mit Rage of Empires live auf mir. Da wird ja das Neue jetzt alles vorgestellt und alles ist mega geil. Mega geil. Voll der Aufwand. Vielen Dank fürs Zusehen. Ach, Marco schreibt. Scheiße, Marco macht das Ding aus, ich will Age of Empires nehmen. Ja, Marco Wiesner, wenn das schreibt, ja, dann ist es so reicht. So, viel Spaß, tschüss. Tschüss.